and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 205. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Der Robert. Huhu. Und der Imanu. Servus. Heute sind wir vielleicht zu viert, vielleicht später noch zu fünft, aber das wird sich dann zeigen. Ja, wie immer beginnen wir mit dem Rückblick. Und da war am 2. Februar eine sehr interessante Veranstaltung im Ford Center in Frisco, Texas. Robert, du hast den Kampf zwischen Elijah Alvarez und Sergey Kovalev gesehen. Erzähl uns doch mal was. Erstmal finde ich überhaupt interessant, dass so ein doch sportlich großer Kampf in eigentlich so einem kleinen Rahmen wie Frisco, Texas stattfindet. Aber gut, sei drum. Vielleicht hat man da mal irgendwie ein gutes Angebot gekriegt. Der Kampf ist nicht so ausgegangen, wie ich es mir gedacht habe. Auch ihr hattet ja, im letzten Podcast war ich ja leider nicht dabei, auch habt ihr beide ja eigentlich auf Alvarez gesetzt. Und ich habe eigentlich auch gedacht, nach der Niederlage, wie sie da jetzt gegen Alvarez beim letzten Mal gehalten, die Wahrscheinlichkeit auch wirklich sehr hoch, dass das nicht besser wird beim nächsten Mal. Aber ich war schwer erstaunt. Also Kovalev hat einen Nicht-Kovalev-Kampf geboxt. Also er hat immer genug getan, immer ein bisschen mehr gemacht, um die Runde zu gewinnen. Und das war's. Mehr nicht. Er hat immer nur so viel getan wie nötig und hat sich echt gut seine Körner eingeteilt. Also der muss sein Training, glaube ich, massiv umgestellt haben. Denn der wirkt in keinster Weise so jetzt so nach hinten raus, wo er doch nochmal ganz gerne abbaut. Der ist am Pumpen oder irgendwie das hält nicht lange. Da war ich schwer erstaunt drüber. Der Kampf selbst war allerdings, muss man sagen, relativ langweilig gewesen. Also man kann mit gutem Willen, kann man Alvarez vielleicht so 2-3 Runden geben. Finde ich aber maximal 4, aber das war es dann auch schon gewesen. Der hat keinerlei irgendwie wirklich ein Mittel gefunden, irgendwie mal auf die Kombination von von Kovalev zu antworten. Und Kovalev hat da relativ gelangweilt quasi einen Schuh runtergeboxt. Also da war ich einerseits gelangweilt, weil nicht wirklich viel passiert ist in diesem Kampf, aber ich war umso größer erstaunt, dass Kovalev so übersichtlich geboxt hat. Anstatt jetzt mal versuchen, das Brecheisen rauszuholen oder jemanden zu zermürben und wofür er eigentlich sonst bekannt und eigentlich auch beliebt ist. Weil. Aber das hat er ja schon im ersten Kampf gemacht, ne? Und das ging ja nicht so gut auf dann. Ja, also, ja. Deswegen, der war ja komplett umgestellt. Für mich hat er Und das hat Runde er auch echt gewonnen. Gut umgesetzt. Also, ich sag mal so, nicht ansehnlich und nicht groß unterhaltsam, aber sportlich hocheffektiv. Nicht Crusher-mäßig, er hat halt diesmal viel intelligenter geboxt, ne? Auch viel länger, er hat sich viel länger gemacht, seine Führung eingesetzt, er hat sich gar nicht auf so einen Brawl eingelassen, wie im ersten Kampf. Ich muss auch sagen, also diese Ringintelligenz, oder sag mal, hätte ich mir jetzt auch nicht zugetraut, weil wenn du jetzt ein Boxer bist, der, schon die Mitte 20 eigentlich passiert hat, dann hast du vielleicht nur noch einen ganz, ganz, ganz kleinen prozentualen Anteil an Boxern, die man nochmal irgendwie umstellen kann. Klitschko war so ein Beispiel. Aber Kovalev, der ja schon Mitte 30 ist, hat ja jetzt komplett anders geboxt. Also diese Variabilität im Stil hätte ich ihm halt nicht zugetraut. Der ist sogar schon 40, ne? Ja, nein, der ist 35. Echt? Er ist 35. Du Alter, nicht. Der sieht aus wie 40. Er ist aber 35. Dann täuscht es. Haarausfall kann da einen älter wirken lassen. Wobei man aber sagen muss, dass er auch im ersten Kampf mit Alvarez vielleicht nur die ersten beiden Runden abgegeben hat und danach auch die nächsten 4 eigentlich gewonnen hat. Nur er hat halt ganz anders geboxt, ne, mit der Brechstange und hat sich halt viel mehr auch verausgabt und sich auch dann diese K.O.-Schläge eingefangen. Aber ich meine, er hat da eigentlich auch schon vorne Ja, sag mal so, er hat ja vorher auch viel auf den Körper kassiert, was ja anscheinend seine Schwachstelle ist. Hat er ja dieses Mal nicht, weil du ja auch gerade passend schon beschrieben hast,
weil er lang gemacht hat. Ganz sehr intelligent, ja. Also ich fand es auf jeden Fall, ja, war schon ein interessanter Kampf. Einfach, ja, technisch war es interessant zu sehen. Der erste Kampf war natürlich geil, aber es war interessant zu sehen, dass der doch so noch den Stil umstellen konnte. Dass er das kann. Er kann halt alles, ja, anscheinend so. Nicht alles, aber viel. So. Ja, was mich jetzt eher interessiert, wir können beide uns ja weiter drüber unterhalten, ist, ich meine, streng genommen, mit 35 ist er ja schon im Herbst seiner Karriere. Und die anderen Weltmeister, das sind schon Kaliber. Ich glaube jetzt zum Beispiel nicht mehr, dass wir, weil der Kampf jetzt so effektiv geführt worden ist, gegen ja auch einen Alvarez, der ein ziemlicher Brecher ist, ich glaube jetzt nicht, dass die Kämpfe, die Kovalev noch dann auf dem höchsten Niveau, oder falls es mal zu einer Vereinigung noch kommen sollte, die er noch führt, dass die noch so eine, sag mal, diesen Crusher-Style haben werden. Weil das hat einfach zu gut funktioniert. Was ich ja auch krass fand, ist nochmal davon abzuweichen, Kathy Duva, die Promoterin von ihm, die hat ihn ja sogar mal, aber auch zielgerichtet dafür mal kritisiert, dass er gesagt hat, der hat früher halt, oder der hat bei den letzten Kämpfen auch immer noch so trainiert, als wäre er 25. Da war keine Konditionseinteilung gewesen. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem anderen Trainer, denn ich glaube, er hatte auch jetzt einen Konditionstrainer dabei, also einen neuen, dass das jetzt da besser wird und dass das besser eingeteilt, wo ich dann auch denke, meine Güte, das ist aber eine ziemlich harte Kritik, die aber in irgendeiner Form sogar berechtigt scheint, weil wenn jetzt ein Promoter also den eigenen Boxer kritisiert, dann hört man immer so Sachen wie, ja, er war nicht ganz bei der Sache und irgendwelche halbscheinigen Ausreden, die hat das ja komplett benannt, was war ja auch in dem damaligen Podcast auch, da sagen, dem ging aber ganz schön die Körner hinten raus. Und dass dann die eigene Promoterin das sogar so anspricht, fand ich sogar ziemlich erstaunlich. Das ist tough, aber eigentlich hat sie recht, ne? Man trainiert halt nicht so mit 30, so wie mit 20 und mit Ende 30 auch nicht so wie mit Ende 20. Also man hat ja auch Erfahrung dazu gewonnen. Ne? Dann müsste man schon, man hat ja auch irgendwann mehr Schmerzen und kann sich ein bisschen auf seine Erfahrung ausruhen und muss einfach ein bisschen zurückstecken. Ne? Man muss seinen Körper nicht mehr so krass schinden oder weiß, wie viel man machen muss, um halt eine bestimmte Leistung zu erreichen. Also ich glaube, auch ein Fußballer, weiß ich nicht, ob die noch so trainieren wie mit 20. Auf jeden Fall ist die Leistungsfähigkeit halt geringer und da geht man halt vielleicht mehr schwimmen, anstatt, weiß ich nicht, irgendwie andere, belastendere Übungen zu machen. Hat ja Klitschko auch gemacht, er hat ja auch sein Training am Ende seiner Karriere umgestellt. So, das ist ja ganz, also eigentlich ganz normal, so würde ich sagen. Aber manche sehen ja, das vielleicht das, nicht. Soweit ich weiß, haben die Klitschkos zum Beispiel ihr Ausdauertraining damals auf Schwimmen auch umgestellt, genau, weil es gelenkschonender war. Sowas meine ich ja halt, weil klar. Wenn du halt jahrelang so trainierst, dann macht sich das irgendwann bemerkbar an den Knochen und nicht nur beim Boxen, bei allen Sportarten. Ja, das ist, du nutzt halt ab. Ja. Du siehst zwar fit aus, aber du nutzt halt ab. Und du hast halt auch mehr Schmerzen einfach nach den Trainingseinheiten. Du regenerierst halt nicht mehr so schnell. Ist ja logisch. Also, man muss ja dazu sagen, Männer ab 25, da geht es biologisch abwärts. Aber bei Frauen wahrscheinlich auch, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es bei Frauen besser ist, ich glaube nicht. Also, weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall trotzdem sehenswerter Kampf, Kovalev im Ring zu sehen. Ich fand es trotzdem, also technisch unterhaltsam und ich habe mich gefreut, dass er gewonnen hat. Also, ich habe es ihm gegönnt und ich war jetzt auch nicht so überrascht, weil ich habe nicht gedacht, dass er genauso boxt wie im ersten Kampf, weil diese Fehler, sich da zu verausgaben, diese eine Runde, die er da so überpaced hat, das hat er halt diesmal überhaupt nicht gemacht und ja, intelligent geboxt. So emotional. Genau, von daher, ja, Respekt dafür, Sergej Kovalev, weil das ist ja auch was man relativ selten sieht, ne? Dass Boxer sich wirklich noch so ein bisschen umstellen können. Das ist ja wirklich einen minimalen prozentualen Anteil, wie ein genannter Klitschko, der ja auch wirklich dann aus aggressiven Vorwärtsboxen zu diesem extrem effektiven, passiven, ja, Kampfvermeidungskämpfer wurde. Ja.
Aber das schaffen auch oft nur die Großen im Sport, ne? Also das ist genauso, keine Ahnung, wie der Basketballer, der dann vielleicht im Alter noch so einen Dreier entwickelt, ne, der als junger Spieler nur gedankt hat. Das sind schon die ganz Großen, die sich dann noch irgendwas anderes aneignen oder nachdenken oder außer halt Klitschko, reagieren. Mayweather fällt mir jetzt so ganz spontan auch gar nichts mehr ein. Ja, ich hätte auch nur noch Mayweather gesagt, ja. Weil Pacquiao ist ja schon immer noch quasi auf Vorwärtsdrang getrimmt, auch wenn da jetzt einfach nicht mehr die Power ist. Aber sonst fällt mir jetzt gerade so von den Box-Opas, vom Stil her, die sich nochmal umgeändert haben, fällt mir echt keiner ein. Ja, das können ist uns auch ja mal die Zuhörer schwierig. Können uns ja mal einen genau. reinschreiben, in die Kommentare noch einen Boxer reinschreiben, außer Klitschko und Weather, die nochmal komplett ihren Stil umgeändert haben. Also spontan fällt mir jetzt gerade keiner ein. Nee, und du brauchst halt auch Leute mit einem echt großen Arsenal, dass sie das können und den Willen haben, weil irgendwie so ein Roy Jones. Der lebte, der war ja, ich meine, der war ja Gott, aber er lebte einfach auch von seinem Speed. So. Und wenn der irgendwann nicht mehr so da ist, ja, und wenn die Athletik dann nachlässt. Mike Tyson, der 80er, hat ja voll anders geboxt als ein ja. Mike Tyson, der 90er. Mike Tyson hat sich ja am Ende eigentlich auch nur auf seinen Punch verlassen, aber hat den Speed halt vernachlässigt. Ja, die ganze Explosivität, die ganze Athletik schwindet deswegen einfach hat er auch im ja auch Alter. Die und wie Holyfield und Lewis hat ja noch verloren. Ja. Gut. Tyson ist in der Beziehung ja auch wie Mark Hook gewesen. Der brauchte den richtigen Trainer, der auch wusste, wie man ihn zu nehmen hat und der ihm in den Arsch tritt. Ja. Und irgendwie auch generell nach seinem Knastaufenthalt war ja die ganze... Er war schon noch eine Maschine, aber er war nicht mehr so dieses superathletische Übermonster. Aber was geht denn weg halt durch den Gefängnisaufenthalt, deiner Meinung nach? Ist ja, nur ja einfach ein Tick der Athletik. Also das ist wie bei jedem Sportler, im Alter schwindet die Athletik. Also sagst du gar nicht, dass das Gefängnis dafür verantwortlich war, sondern einfach nur die Inaktivität in der Zeit? Vielleicht oder? Auch, ja. Die Inaktivität und sagen wir mal so... Der Zahn der Zeit. Du gehst ja nicht mit 27 in den Knast und kommst mit 27 und einem Tag wieder raus. Mhm. Wenn du 3 Jahre da drin bist, du kannst dich zwar in irgendeiner Form fit halten, aber du kannst da ja jetzt kein effektives Boxtraining machen, Reflexe trainieren etc. Also würdet ihr sagen, wenn er mit 21 reingegangen wäre, mit 25 wieder rausgekommen wäre, dann wäre dann im Prinzip kaum was passiert von Leistungsqualität. Das wäre trotzdem schlecht. Du, deine Athletik schwindet immer im Alter. Das ist in der NBA gewinnt auch kein 35-Jähriger mehr den Dunk Contest. Dir fehlt ja trotzdem die Praxis. Mhm. Aber die kriegst du doch normalerweise wieder rein. Wenn du da jetzt mal wieder ein Jährchen trainierst danach, dann bist du doch eigentlich wieder voll drin, oder? Nee, wenn du alterst, wie soll das wiederkommen? Das schwindet einfach. Wenn er mit 21 reingeht, 21 Gefängnis, 25 raus, dann ist er ja nicht alt. Ist er weiter jung. Ja, wenn du wenn du jünger bist, lernst du aber besser. Ja. Also gut. Prinzipiell ist raus immer scheiße. Mhm. Egal wie alt du bist. Nur ich glaube, im Alter ist das verheerender. Ja. Na gut, er hat 4 Jahre seiner Prime weggeworfen, so, ne? Dadurch. Oder plus wurde dann halt auch noch, dass er, ja, ich sag mal, er hat ja auch da gegen Buster Douglas ja auch verloren, weil er ja auch nicht mehr richtig trainiert hat. Ja, da war ein Trauerfall und da hat er nur 3 Wochen für den Kampf trainiert, ja, genau, ja. Konnte sich nicht konzentrieren, wegen irgendwer ist er gestorben. Da ist nee, er ohne Trainer und so gestorben. Da hat meine Doku gesehen. Nee, da ist niemand gestorben. Er meinte, glaube ich, schon. Da wäre was im Vorfeld gewesen, weil irgendwie Depri war und so und dann. Ja, der war in der Scheidung drin gewesen von dieser sowas, einen Frau, die ihn ausgenommen hat wie eine Weihnachtsgans. Ja, irgendwas war da auf jeden Fall zwischen dem Kampf, ja. Und hat dann nur 3 Wochen dafür trainiert, weil die dachten, die hauen den in den ersten 2 Runden raus so und dann, genau, hat er keine Kondi mehr gehabt, ja. So ist es. Gut, dann kommen wir einfach mal auf den nächsten Kampf zu sprechen. Und den hat Imano gesehen. Oder gibt es noch irgendwas auf der Undercard, was wir erwähnen sollten? Von Alvarez gegen Kovalev. Ja, vielleicht noch Teofimo Lopez hat in der 7. Runde durch K.O. gewonnen gegen Diego Magdaleno. Ansonsten alles erwartungsgemäß verlaufen auf der Undercard. Also da hat jeder quasi gewonnen, der gewinnen sollte, mehr oder weniger.
Dann kommen wir zum nächsten Event und das war am 9. Februar. Und da kämpfte Gervonta Davis gegen Hugo Ruiz, Imano. Du hast den Kampf gesehen. Wie hat dir der gute Gervonta Davis gefallen? Habe ich gesehen und ich muss sagen, ja gut, war schnell vorbei, ne? Erste Runde. Da gibt es dann auch nicht so viel zu sagen. Der Kampf begann eigentlich von Ruiz, von Ruiz Seite relativ offensiv, hat er eigentlich auch ganz gut. Ja, was versucht in der ersten Runde da, Davis direkt mal ein bisschen gegen Feuer zu bieten, so, aber ja, war dann halt Ende der Runde leider schon Schluss, da kam der Davis dann zwei, dreimal ganz gut durch, mit ganz kurzer Zeitverzögerung ging dann Ruiz zu Boden, kam dann auch nochmal hoch bei 6-7, aber war schwer gezeichnet, war übelst am Bluten, ich glaube, da war auch irgendwas kaputt, da muss irgendwas kaputt gegangen sein an der Nase, vielleicht Jochbeinbruch oder irgendwas, ich weiß es nicht, irgendwas ist da auf jeden Fall kaputt gegangen. Er sah sehr, sehr schlecht aus, blutete ohne Ende und der Ringrichter guckte ihn so an, hat mir irgendwas gesagt und ja, dann hat er wohl gesagt, er will es auch nicht mehr fortsetzen, das Gefecht, und dann hat er abgewunken, war der Kampf vorbei. Also durch ja, zwei, drei Powerpunches zum Ende der Runde, ich glaube, es waren noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Ja, war das Ding dann vorbei und gut, erste Runde. Muss man das erstmal so machen, ne? Dass das Ruhe ist natürlich nur ein Stay-Buzzy-Ding war oder ein weiterer, ja, ich will nicht sagen Aufbaukampf, aber es ist nichts Pralles gewesen. Ruhe ist, ne? Ist halt ein solider Mann, aber den muss man halt auch schlagen. Aber das ist in der ersten Runde passiert. Ist natürlich dann schon durchaus, ja, vielleicht doch ein bisschen überraschend. Schon gesagt, dass Ruhe ist, da zumindest mal 3, 4, 5 Runden gehen kann mit Davis. Aber ja, es ging dann schneller als erwartet und dafür dann Respekt an Davis, eine gute Leistung gewesen, hat seine Hausaufgaben gemacht oder vielleicht sogar etwas mehr als seine Hausaufgaben gemacht und ich hoffe dann, dass Davis jetzt im nächsten Fight dann, ja, einen Top 10 Boxer dann vor die Fäuste bekommt und wir dann mal sehen, was er ja, fabriziert, wenn der Gegner oder wenn die Gegnerqualität halt ein bisschen steigt dann. Ne? Genau, wenn es dann, ich meine, man muss ja auch fast hoffen, dass es irgendwann mal gegen Lomachenko oder gegen Bechelt oder so geht. So was. Weil dann, jetzt ja. Solche Kämpfe, die braucht einfach kein Mensch. Ne? Einfach normalen Top 10 man jetzt als nächstes für einen Frühling oder was oder für einen Vorsommer und dann Ende des Jahres halt mal den ersten Big Fight oder so, das wäre nicht schlecht, ja. Richtig, weil er ist einer der wenigen in der Gewichtsklasse, die halt jemanden wie Lomachenko halt sehr gefährlich werden kann. Ja. Gut, dann kommen wir zur nächsten Veranstaltung, weil auf der Undercard war jetzt auch nichts, was man jetzt zwingend erwähnen müsste. Und zwar in der Verti Music Hall in Berlin-Friedrichshain gab es eine Veranstaltung, Samira. Du hast davon viel gesehen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Ja, genau. Ich war sogar dort ab 18.30 Uhr vor Ort. Eigentlich habe ich alles gesehen, jeden einzelnen Kampf und es waren nicht wenige. Ja, weil einige Kämpfe dann doch früher endeten, als wahrscheinlich vorhergesehen waren und wurden noch ein paar Kämpfe eingeschoben. Aber kommen wir erstmal zum besten Kampf des Abends, zum Hauptkampf. Was ja vielleicht nicht immer so ist, aber diesmal war es auf jeden Fall so. Die Cunning Felix Wusterhausen, ja, Brandenburg, fast Berlin, kann man als Berliner noch so halb durchgehen lassen. Ja, hat gegen Ryan Ford um den vakanten BBC International Titel geboxt, im Halbschwergewicht, also eine Gewichtsklasse eigentlich über seiner normalen. Ryan Ford kommt auch aus dem MMA, so ist eigentlich ein MMA-Kämpfer, hat man teilweise im Kampf gesehen, bei seinen sprunghaften Attacken, so wenn er so in den Gegner reingesprungen ist und halt nicht so fest auf den Füßen stand. Aber sonst war es jetzt nicht so extrem. Also ich habe schon schlimmere MMA-Kämpfer im Boxring gesehen. Also sonst hat er es eigentlich ganz gut gemacht. Auch top austrainiert, da kann man nichts sagen. Also vollgepackt mit Muskeln. Nick Hanning auch, sah gut austrainiert aus. Und der Kampf ging über 12 Runden. Im Endeffekt war es ein geiler Kampf, so würde ich sagen, sehr unterhaltsam, weil er irgendwie dann doch, also das Punkturteil würde ich sagen, das kann man etwas enger sehen, muss man aber eigentlich auch nicht. Also viele Runden waren teilweise eng, aber im Endeffekt hätte man sie dann doch die meisten Hanning gegeben. Die erste Runde hat ein bisschen abtastend begonnen. Von daher ist es erstmal langsam losgegangen, war auch schon eng die erste Runde, aber dann bis zur Mitte des Gefechts, bis zur Hälfte hat Hanning eigentlich sich besser durchgesetzt. Es ist ein sehr kompakter Boxer, sehr kraftvoll auch,
hat auch guten Punch. Also beide mussten gegenseitig ein bisschen aufpassen, dass sie sich da keine einfangen. Und ist auch, er hat gute Kombinationen zum Kopf und Körper angebracht. Und ja, Ford hat am Anfang noch nicht so viel gemacht, sich ein bisschen zurückgenommen, was ihm halt am Ende des Kampfes zum Vorteil, ja, ein Vorteil war, weil er halt mehr Luft hatte. Hanning hatte ein bisschen Probleme am Ende. Die Deckung war ein bisschen löchriger, die sonst halt eigentlich sehr gut ist. So, die Aufwärtshaken kamen besser durch von Ford, hat er sich ein paar gefangen, aber jetzt keine einzige brenzlige Situation, wo man dachte, oh, jetzt geht er vielleicht gleich K.O. Hatte halt am Ende ein paar mehr Runden abgegeben. Aber im Endeffekt war es ein krasser Kampf. Also er hat ja noch nicht so viele Profikämpfe, auch nicht seine Gewichtsklasse, gleich im WBC-Titel. Das Punkteteil war dann 117, 112 und zweimal 115, 113. Ich finde, die gehen alle in Ordnung, weil halt einige Runden sehr eng waren und manchmal Ford auch nur die letzte Minute irgendwie überlegen war und die ersten beiden hätte man dann Hanning gegeben und dann muss man halt schon überlegen, hätte man ihm die Runde... Ja, hätte man eher dem Berliner Brandenburger die Runde gegeben. Also es war auf jeden Fall so ein Gefecht auf Augenhöhe. Es war spannend so. Sie standen sich Fuß an Fuß gegenüber und haben sich geballert. Auch an den Ringseilen. Keiner ist da irgendwie weggerannt und so. Deswegen war es halt auch für die Zuschauer extrem spannend. Und man hatte halt bis zur letzten Sekunde halt ja auch darauf gewartet, ob vielleicht doch noch irgendjemand einen K.O.-Schlag schafft. Deswegen kann ich sagen, auf jeden Fall ein gelungener Hauptkampf. Und ja, auf jeden Fall ein neuer Boxer so in Deutschland, dem man vielleicht Beachtung schenken sollte, weil Nick Hanning ist ein guter Mann so, der ist technisch gut, der hat Power, der boxt gut, man weiß halt nicht, ob er jetzt in einem Halb schwer bleibt, weil er meinte, es war doch schon ein bisschen hart so nach dem Kampf oder ob er halt wieder die Gewichtskasse wechselt. Eigentlich sollte es jetzt Serge Michel gegen Ford boxen, aber er hat sich halt verletzt oder hatte Probleme mit seiner Mittelhand und ja, deswegen muss man mal schauen, wie es mit ihm weitergeht. Auf jeden Fall haben wir in Berlin wieder einen Boxer, so, der hier so die Hallen voll kriegt. So 2700 Zuschauer. Berlin Music, wie heißt sie? Muss ich jetzt nochmal gucken. Berlin Music Hall Berlin, wo ich vorher auch noch nie drin war. War auf jeden Fall geile Stimmung, haben ihn richtig gut angefeuert. So war laut, Feuerwerk, alles sehr gut organisiert, auch von Petco, muss man sagen. Petcos Box Promotion und ja, geiler Kampf. Die anderen, ja, also waren auch nicht so sehenswerte Kämpfe oder halt sehr einseitige Kämpfe so im Vorfeld, so sehr klare, wo man schon wusste, wer gewinnt. Kann man sagen, man kann vielleicht noch Malik Zinat erwähnen, weil der halt einen ganz interessanten Kampfstil hat. Der ist aus Malta, hat auch recht lautstarke Fans da, aber boxt mir ein bisschen zu sehr im Muhammad Ali-Style so, also ein bisschen zu oft, ein bisschen zu krass spielerisch eingebildet, ein bisschen zu viel dafür, dass er noch am Anfang seiner Karriere ist, aber eigentlich trotzdem talentierter Boxer. Ansonsten noch ein engerer Kampf fand zwischen Vatan The Punch Avetisyan und Yusuf Kangül statt. Kangül kennt man von dem letzten, vom Feigenbutzkampf. Nicht dem letzten, aber davor. Er hatte halt wenig Vorbereitung auf den Feigenbutzkampf. Da sah er da nicht so gut aus. Diesmal hat er gewonnen. Es war ein enges Gefecht auf jeden Fall, auch auf Augenhöhe. Das hat es vielleicht spannend gemacht. Und einen Frauenkampf gab es auch. Christina Hammer. Nach auch einer Verletzungspause gegen eine Georgierin. Aber das ist schon hart, ne? Also sorry, dass ich kurz unterbreche. Also vor dem Kampf habe ich nur ein Bild von der gesehen und gesehen, dass die ja schon ja im Grunde sechsmal vorzeitig verloren hat. Und ich denke mir immer beim Frauenboxen, wenn du da oft vorzeitig verlierst, dann ist das schon jetzt kein Qualitätssiegel. So. Weil, unbedingt. Nee, weil es ist selten, dass bei wirklich hochwertigen Frauenkämpfen, dass es ein K.O. gibt. Weil die, also für mich wirkte die nicht jetzt wirklich wie eine Boxerin, aber du kannst ja mal erzählen, was dann im Ring passierte. Ob dein erster Eindruck getäuscht hat? Nee, hat er nicht. Also erstmal war sie eh schon, glaube ich, beim Wiegen 3 Kilo zu schwer. Da hat sie ja schon angefangen mit der Professionalität. Und ja, also Chikmashvili war ihr Name, Elen Chikmashvili, Georgien. Und ja, also was soll man da sagen? Also ich gucke gerne Frauenboxen, aber ich gucke gerne gutes Frauenboxen. Und Christina Hammer hat auch schon bessere Kämpfe gemacht. Und die ist technisch nicht schlecht so.
das ist eine gute Boxerin, die kann sich auch mit härteren Frauen irgendwie im Ring prügeln. Hat auch schon viel bessere Kämpfe gemacht. Okay, ich weiß jetzt nicht, es wurde nicht gesagt, was sie für eine Verletzung hatte. Es war halt eine längere Pause. Achso, okay, Darmerkrankung, stimmt. Ja, doch, das habe ich auch irgendwo gehört. Und da denkt man, okay, sie muss jetzt langsam aufgebaut werden, aber so schlecht aufgebaut werden, also so schlecht, da hätte ich mich ja reinstellen können. Soll man also das nicht noch auf ein bisschen nach hinten schieben, weil lustigerweise hat auch ein Zuhörer eine Frage halt zu ihr gestellt, dann könnten wir es vielleicht da drin abarbeiten. Also den Kampf jetzt, nochmal. Ja, nee, überhaupt so, was also du jetzt gerade sagst, ja mit wegen Aufbau etc. Ich sag dann nur zum Kampf, okay, die Gegnerin konnte nicht mal eine Gerade schlagen, die hat nur Innenhände geschlagen und also wirklich, die konnte nicht die Grundsachen im Boxen, die man als Amateur im Fitness, also im Boxgym lernt, konnte sie nicht. Und das war einfach grausam. Der Kampf war in der zweiten Runde zu Ende und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist echt peinlich fürs Frauenboxen, sowas zu zeigen und ja. Dann höre ich jetzt auch auf, darüber zu meckern, weil sonst rege ich mich zu sehr auf. Und kriegst noch einen Schlaganfall oder so. Ja. Genau. Ja. Nee, dann können wir weiter im Programm machen. So. Also sonst, ich habe ja schon genug über die Veranstaltung geredet. So, die war ja kostenlos auf Runfighting zu sehen. Haben vielleicht einige gesehen. Kann man immer noch sich angucken, wer will. Muss man ja nicht alle Kämpfe sehen. Nur den kann ich empfehlen. Den kann man sich angucken, wenn man ihn nicht kennt. Ja, dann wäre es also auch soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau. Und ja, da fangen wir einfach mal am 16. Februar an. Da gibt es in Koblenz eine Veranstaltung von Sauerland Event oder von dem, was davon noch übrig geblieben ist. Im Superweltergewicht kämpft Diyama Saidi gegen Arman Torosian. Ja, Saidi sollte das doch relativ klar gewinnen. Dann der vielleicht vermeintliche Hauptkampf des Abends ist Abbas Baru, kämpft gegen einen bekannten Mann, und zwar gegen Carlos Molina. Ein altes Schlachtross, kann man mittlerweile sagen. Ich will nicht sagen, der mittlerweile auf Journeyman-Level ist, aber früher hatte er ein paar ganz gute Kämpfe, wie gegen Chavez, Chavez Junior, wo er vielleicht eigentlich gewonnen hat. Gegen Lara einen engen Kampf geliefert, gegen Kirkland und Brundage, aber ja, jetzt in letzter Zeit viele, viele Niederlagen in seinem Rekord. Allerdings alles nicht vorzeitig und alles noch über die Punkte gegangen. Und von daher ist er auf jeden Fall ein Mann oder jemand, der auf jeden Fall eine ordentliche Herausforderung darstellt für Abbas Baru. Es ist so ein altes Schlachtross und ja. Das ist schon recht ordentlich für den fünften Profikampf, so ein Mann. Also man scheint Baru dann doch sehr, sehr viel zuzutrauen, wenn man jemanden wie Molina als Gegner holt. Ist auf jeden Fall ja, ein netter Kampf, aber ich denke, das sollte Baru dann doch auch regeln. Ansonsten noch Leon Budden auf der Card gegen Viktor Baljakov. Sollte auch gewinnen. Anthony Egitt kämpft gegen Mohamed Galadi, der sollte auch gewinnen. Und ansonsten, ja, nichts. Was ich jetzt unbedingt... Man muss noch was erwähnen. Und zwar, man muss das Debüt von, oder kann das Debüt von Sophie Alisch erwähnen, weil das ist echt eine sehr gute Boxerin. Ich habe 17 Jahre erst aus Berlin, aus meinem Gym, so... auf jeden Fall, wenn man ein gutes Frauenboxen sehen will, macht erst ihr Debüt jetzt für Sauerland. Sie wird gegen eine Georgierin antreten, Sopo Kinshurasvili, keine Ahnung. Die Gegnerin ist erstmal uninteressant, weil es ihr Debüt ist. Es ist jetzt nicht wie bei Christina Hammer, aber sie ist auf jeden Fall technisch eine sehr gute Boxerin. Und die, wenn man Frauenboxen mag, dann soll man sie im Auge behalten. So, das kann man sich angucken. Ja. Ja. Gut. Dann kommen wir zu der nächsten Veranstaltung, und zwar am Sonntag. Recht ungewöhnlicher Zeitpunkt, aber es ist ja anscheinend immer so in der großen Freiheit 36, dass da sonntags geboxt wird, oder Samira? Ja, ich bin ja da auch schon oft gewesen und da wird traditionell immer sonntags in der großen Freiheit 36 geboxt. Und ja, sind auch diesmal interessante Namen dabei, die Zuschauer vielleicht auch schon kennen.
so wie Rafael Bejaran, den man vom Kulkai-Kampf kennt in Potsdam. Da hat er zwar verloren, aber halt gezeigt, dass er auch als Halbprofi irgendwie boxen kann. Ja, diesmal hatte halt kein, nicht wirklich einen starken Gegner, ne? Und Istvan Zeller, aber der ist sehr unterhaltsam. Den Ungarn, den habe ich schon mal gesehen im Ring, das ist so ein bisschen Showmaker. Ist unterhaltsam auf jeden Fall, sich anzugucken. Ist ja klar, dass man nach so einem großen Kampf vielleicht dann erstmal wieder ein bisschen kleinere Brötchen backt. Dann boxt noch Shokran Parvani gegen Cem Kurnazkan. Ja, ist der zweite Hauptkampf, glaube ich, und geht auch um Titel, um BDB. Kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Wird nicht irgendwo übertragen. Da muss man entweder immer live hingehen oder später auf die Videos warten. Und den Hauptkampf macht Sebastiano Luzito gegen Alexander Rigas. Und interessant ist es, weil es ja, halt zwei ungeschlagene Boxer sind. Und einer aus Hamburg, einer aus München. Und das, glaube ich, wird ein ganz interessanter Kampf und eine interessante Verteidigung des deutschen Meistertitels. Ja, sonst weiß ich nicht, ob man noch irgendwas auf der Karte erwähnen muss. Ja. Ach so, Corinne Geber habe ich ja ganz vergessen. Dann habe ich natürlich den bekanntesten Namen. Vergesse ich gleich, ja, weil er halt auch Coach ist, aber er steigt auch selbst in den Ring gegen Darren Lester. Und ja, hat sich auf jeden Fall keinen ganz leichten Gegner ausgesucht. Der will sich halt nach vorne boxen, irgendwie in den Weltrang müssen, um wieder mal einen großen Kampf, denke ich mal, zu kriegen, weil er hat keinen Bock auf Fallobst, hat er auch irgendwie letztens in so einem Interview gesagt. Und Respekt dafür, ist ja nicht mehr der Jüngste so, aber er wird es halt nochmal wissen und macht halt immer noch gute Kämpfe. Also gegen Poljakow hat er echt einen krassen Kampf geliefert, so, wo sich einige, also wo man dann gucken kann im Vergleich, wie Leon Bundeswehr zum Beispiel bei Sauerland dahin kriegt, gegen Poljakow zu boxen, wie das dann aussieht. Ja, auf jeden Fall ein paar interessante Namen, so kann man sich sehr gerne in Hamburg ist oder hinfahren will, kann man sich geben. Genau, weil man hat ja quasi zwei Hauptkämpfe, wo beide Kämpfer, ja genau, es geht beides oder jeweils um die um den BDB-Titel und alle vier sind ungeschlagen, also das ist auf jeden Fall interessant und ja, so ein altes Schlachtraus wie Kuchen Givor kann man sich immer angucken. Gut. Dann kommen wir auf den 23. Februar zu sprechen. Und da ist in der O2 Arena in Greenwich, London, ja, ein doch sehr interessantes Duell, vor allem für die Briten. Da kämpft James DeGeel gegen Chris Eubank. Ja, wer ist denn da so für euch der Favorit? Ich fange einfach mal mit dem Imanu an. Wen siehst du da vorne? Siehst du DeGeel vorne oder Eubank vorne? Ja, ist sehr schwierig zu sagen, ne? Weil du hast auf der einen Seite mit DeGeel jemanden, der ja in den letzten Kämpfen dann halt nicht mehr so wirklich überzeugen konnte, ne? So den letzten wieder gewonnen, aber auch eher dürftig davor halt ersten Kampf nach einer Niederlage einstecken musste, wo der Gegner eine 10er-Quote hatte, ne? Schwierig zu sagen. Also ich sehe DeGeel auf einem extrem absteigenden Ast, muss ich sagen, in den letzten ein bis zwei Jährchen. Und Eubank, ja, konnte seinen Erwartungen dann auch nicht gerecht werden. Ne? In seinen großen Kämpfen dann auch ja, verloren. Auch 2 Niederlagen mittlerweile im Rekord. So. Und daher sind das jetzt gerechtfertigte. Ja. Ja, natürlich. Absolut gerechtfertigt. Von daher sind das bei Boxer, die sich im Ring gegenüberstehen, die ja ihren Erwartungen einfach nicht gerecht werden konnten, ne, in den letzten Fights. So. Und von daher ganz, ganz, ganz schwierig zu sagen, wer das gewinnt, ist natürlich so eine Style-Geschichte. DeGeel ist grundsätzlich der bessere Boxer, auf jeden Fall. Und sollte es normalerweise, wenn er denn noch ansatzweise irgendwie so boxt wie im letzten Kampf, da wo im Rematch dann erfolgreich war, knapp noch Punkte, gewinnen und nach Points gewinnen. Aber wie gesagt, das ist halt auch eine Wundertüte, irgendwie der DeGeel, weiß ich nicht, der ist ja, extrem labil irgendwie gewesen und fragil, so die Fights davor, ich weiß es nicht, ist ganz schwierig zu sagen. Ich gehe mal mit DeGeel, weil ich grundsätzlich sage, er ist ein toller Amateur gewesen, er hat eine super boxerische Ausbildung, er hat eine tolle Technik,
Und wenn er eine Taktik hat, die er durchzieht über 12 Runden und wie gesagt noch einigermaßen das abrufen kann, was er mal konnte oder vielleicht auch jetzt im letzten Kampf gemacht hat, so da war es ja okay, da war die Leistung in Ordnung, aber auch mit vielen, vielen blauen Augen, dann gehe ich mit ihm und sage, er gewinnt nach Punkte, so im 116-112 Bereich. Aber ein Sieg von Eubank würde mich jetzt hier auch nicht unbedingt überraschen. Von daher ein sehr enges Ding, sehr enger Kampf und eine gute Ansetzung auf jeden Fall. Zwei Boxer, wie gesagt, die nicht unbedingt überzeugen konnten in den letzten Fights. Und von daher, ja, der Sieger kann auch mal nach vorne, der kann auch mal angreifen und der Verlierer hat ein Problem auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Aber ich gehe mit De Gale und einer knappen Punktentscheidung für ihn. Ja, also für mich ist De Gale auf jeden Fall schon der bessere Boxer. Aber die Frage ist halt, wie er mit der Härte zurechtkommt, ne? Von Eubank. Und Eubank ist auch deutlich jünger und spritziger. Ja, und aggressiver. Und da hat De Gale natürlich immer so irgendwie auch seine Problemchen mitgehabt. Und ich finde den Kampf auch super spannend. Und ich bin auch echt nicht sicher, wer da gewinnt. Also ich würde im Zweifel, wie Manu, glaube ich, auch mit dem Außenseiter De Gale gehen, der knapper Außenseiter ist bei dem Buchmann, aber er ist Außenseiter. Ganz knapp, ja. Weil ich ihn für den besseren Boxer halte. Aber wenn Eubank seine Härte, seine da durchbringt, vielleicht kann er De Gale dann ja auch irgendwie schlagen. Also im Zweifel, ich gehe mit De Gale, aber es ist einfach so ein 60-40, 50-50 Kampf. Es ist halt brutal eng, oder wie siehst du es, Robert? Entweder hast du gerade mir meine Worte weggenommen, die ich sagen wollte. Du hast halt ein gutes, erfahrenes Schlachtross, das boxerisch überlegen ist gegen einen jungen, spritzigen Boxer, der Druck macht, aber technisch nicht ganz so viel anzubieten hat. Also das schwierig. Also eigentlich müsste man sagen, Klasse über Masse, aber es würde mich jetzt, ich würde sagen, auch so aus der Logik raus, De Gale würde es knapp nach Punkten machen, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn das Eubank auch noch irgendwie dann über seine Workrate machen würde. Also da ist alles möglich. Ich gehe mit Chris Eubank. Aber ich glaube, es wird sehr eng. Aber ich du gehst mit Chris Eubank, weil wir nicht mit ihm gegangen sind oder weil du es wirklich glaubst? Weil ich auch glaube, ich würde es ihm zutrauen, dass er den Kampf gewinnt. Also ich glaube, es wird sehr eng, aber ich glaube, er könnte es packen. So. Also durch sein, ja doch, auch gerade durch die Workout, dadurch, dass er auch, ich finde, er ist noch ein bisschen der konstantere Boxer, weil die Gale, man weiß es halt nicht. Es ist halt so ein Talent, der sich so vielleicht ein bisschen darauf ausruht und Eubank ist halt eher so ein Arbeitstier, wo ich vielleicht denke, vielleicht, weiß ich nicht, kann man sich eher auf ihn verlassen, dass er den Kampf gewinnt, vielleicht so die Logik. Aber eigentlich, ja, es wird auf jeden Fall eng so. Aber ich würde mich nicht, also klar, ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die Gale gewinnt, aber ich würde es Eubank zutrauen. Ausgeschlossen ist das nicht. Ja, deswegen bin ich gespannt. Also auf den Kampf würde ich jetzt auch kein Geld setzen. Besser nicht, ja. Lohnt sich wahrscheinlich auch nicht wirklich. Nee, weil ich meine, die Gale hat dann ja auch schon mal positiv oder negativ überrascht. Also das ist echt schwierig zu sagen. Aber ich finde das super schwer, da irgendwie echt so eine seriöse Prognose abzugeben. Klar ist Eubank Favorit, aber ja, der Gale kann halt was. Und das ist halt eigentlich schon, echt schwierig. Ich weiß nicht, ob er es umsetzen kann. Schwer zu sagen. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall einschalten, weil das Ding könnte echt sehr, sehr spaßig werden. Ansonsten noch auf der Card Joe Joyce, das große englische Heavyweight-Talent, kämpft gegen Bermanes Diverne, der sein letztes Kampfjahr gegen Wilder hatte. Allerdings würde ich da jetzt nicht allzu viel von Diverne erwarten, gerade ich meine, der ist jetzt nach dem Wilder-Kampf jetzt bald, anderthalb Jahre raus. Und nee, ich so kann mir nicht. Das noch nicht hier, meine ich, oder? Ja, fast anderthalb Jahre oder sagen wir. Stimmt, kommt mir gar nicht so lange vor. Ja, und dadurch, dass er auch keine Aufbaukämpfe hatte oder so. Ich denke, das ist einfach nur mal nochmal die Taschen voll machen, weil wenn der in der Verfassung wie in dem zweiten Wilder-Kampf ist, dann sollte das absolut keine Herausforderung für Joe Joyce sein, der doch einiges an Potenzial hat.
Ja, vor allem wird ihm das jetzt dadurch, dass er ein Ex-Weltmeister ist, natürlich auch ganz schön weit in den Rankings nach vorne bringen. Ja, absolut. Ich sehe da allerdings keine Gefahr für Joe Joyce oder weiß ich nicht. Das sollte er relativ easy regeln können. Ansonsten, ja, gibt es noch Andre Sterling gegen Ricky Summers, vielleicht ganz netter Kampf. Ja, Lee Selby kämpft gegen Omar Douglas. Ja, aber sonst alles, der Rest kämpft gegen TBA, also ja, aber eigentlich wirklich interessant ist der Hauptkampf und dann kann man sich nochmal angucken, wie Severne abgeschlachtet wird, aber oh, wirklich spannend ist eigentlich da nur der Hauptkampf, aber der hat es natürlich in sich. Ansonsten eine weitere interessante Veranstaltung ist in Minneapolis ebenfalls am 23. Februar, da kämpft Anthony Durrell gegen Avni Yildirim. Und das ist natürlich auch wieder so eine Veranstaltung. Yildirim, ja, der Jüngere mit mehr Potenzial, Fragezeichen. Anthony Durrell, natürlich der viel, viel bessere Boxer. Also Anthony Durrell, brutal starker Mann, der halt auch in seiner Karriere nicht viel verloren hat. Und wenn er überhaupt viel verloren hat, ja, oder wenn er überhaupt mal wirklich verloren hat, also er hat ja eine Niederlage gegen Badou Jack und die ist natürlich auch MD gewesen. Dann noch ein Draw gegen Sakio Bika, aber der natürlich auch immer unangenehm zu boxen war, aber sonst, ja, also gegen Jack, er ist zumindest noch nie wirklich klar geschlagen worden und er kämpft gegen Avni Yildirim. Der schon klar geschlagen wurde. Ja. Und bei Yildirim sehe ich... Ja, und vor allem, wie der auch geschlagen worden ist. Ja. Das muss man ja auch noch hinzunehmen. Ja, in seinem letzten Kampf hier ein Heimspiel gehabt, ne? Und wer den Kampf gesehen hat, Yildirim ist Rest in Peace. Er hat überhaupt keine Chance gegen Durrell. Null, das ist ein Mismatch, das brauchen wir nicht ansetzen, das ist lächerlich. Und ich finde die Wettquoten auch lächerlich. 1:4, das kannst du 1:20 machen oder so. Das ist, ja, ist ein Witz. Ja, ja, ist ein Witz. Der wird gnadenlos abgeschossen. Also entweder wird er komplett ausgeboxt auf 12 Runden oder er kriegt halt die nächste K.O.-Niederlage. Das ist ein Schooling. Also wenn der Durrell mit 50% boxt, dann 120, 108. Lächerlich. Glaube ich auch. Ja, ich sehe da auch keine Chance. Keine Chance. Klar, man kennt Yildirim jetzt aus dem Super Sixter oder was das war. Turnier. Ja, WBSS. Ja, genau. Richtig, da kennt man ihn jetzt her, so, aber da konnte halt so nicht überzeugen. Ja, aber. Und dann so einen Aufbaugegner nicht schlägst halt im letzten Kampf. Ich meine, er ist kein schlechter Boxer oder so. Sieht ein bisschen schlimm aus, der Rekord mit seinen 12, 13, 14 Niederlagen da. Ist jetzt nicht so schlecht, wie der Rekord sagt, aber den musst du halt klar schlagen können, zumindest in den Heimspielen. Ne? Und das ist 46 gewesen, ne? Ja, dass du da halt dich immer die Punkte quälst und es dann fast geschenkt kriegst so zum Ende. Aber ich will nicht sagen, geschenkt kriegst. Man kann das Urteil sogar schon vertreten. Ich habe den Kampf gesehen. Es ist okay, aber wie gesagt, ein Punkt Vorsprung und ein Draw und MD, das darfst du, das geht nicht. Und wenn du gegen so einen Mann halt dich so schwer tust, dann hast du gegen einen direkt keine Chance. Also, da müsste von, ich weiß nicht, da müsste eine Steigerung her von 0 auf 180, wenn du da was gewinnen willst. Nein, keine Chance. Aber trotzdem eine coole Ansetzung, also für die Relle auf jeden Fall nochmal, um wieder reinzukommen, so guter Gegner. Mal gespannt, was man von dem noch erwarten kann in Zukunft, weil der ist ja grundsätzlich auch auf jeden Fall ein sehr, sehr Inaktiver Mann, aber starker Mann halt, ne? Deswegen ja. Hoffe ich mal, dass er jetzt sich gegen Yildirim dann wirklich nochmal mit einer ja, sehr überzeugenden Leistung gut... Frage ist halt, wie lang ist der Kampf jetzt schon offiziell? Gar nicht so lange, ne? Ein paar Wochen. Wer weiß, wie lange der sich darauf vorbereitet hat? Der Yildirim oder der Durrell? Durrell. Frage, ne? Weil sagen wir so, Durrell hat jetzt auch nicht so viel mehr zu verlieren. Weil ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt irgendwie nochmal. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Durrell nochmal einen Angriff auf die Weltspitze macht. Während das ja bei Yildirim das offizielle Ziel ist. Dann bringt es ja aber für Durrell dieser Kampf ja, nichts. Weil das bringt ihm finanziell halt nichts, ne? Gegen Yildirim. Der verdient ein paar Euro. Ja, aber es ist schon hart, wenn einer wie Durrell nach Deutschland kommt. Nee, das ist in Minneapolis. Das ist ein Halbspiel. Stimmt.
erstens das und zweitens ist der Yildirim halt immer noch relativ gut gerankt und dafür, dass er gut gerankt ist, sehr schwach. Das ist halt für die perfekte Möglichkeit, halt einen ziemlich leichten Sieg einzufahren, um direkt wieder in die Rankings zu kommen und dann vielleicht im Sommer direkt wieder einen Titelshot zu kriegen. Ne? Also ich denke schon, dass die Rail da nochmal was machen will, weil sonst, wie gesagt, hätte er vielleicht nochmal einen Kampf irgendwie in Aussicht sich selbst gestellt, so um nochmal abzucashen. So, ne? Um vielleicht sich irgendwie nochmal irgendwo reinzureden oder reinzukriegen. Ich meine, das hätte er schon schaffen. Aber er macht einfach jetzt in Anführungszeichen, ich denke mal, für sich selbst einen Aufbaukampf, um in die Rankings zu kommen, um direkt eine möglichst hohe Rangplatzierung zu erhalten und dann direkt im Sommer nochmal einen Moneyfight zu kriegen. Ich denke mal, das wird das Ziel sein. Und da es auch, wie gesagt, in Amerika ist, also Yildirim, wenn er überhaupt eine Chance hat, dann halt vorzeitig und ja, das ist mit der Technik und nee, also, sorry, das ist, wenn das der Yildirim gewinnt, dann gebe ich euch allen Döner aus. Das. Mit Ayran. Genau. Mit Soße und Getränke. Ja. Mit Salat, Soße, alles. Genau. Und extra scharf. Auf deinen Nacken, ja. Alles gut. Aber ja. Er ist auf Platz 9 in der Weltrangliste gerankt. Das ist krass. Und dahinter kommt Jürgen Bremer. Also, das ist ja unglaublich. So. Eigentlich ja, und hat das er ist eigentlich, sag mal, dass Position. Jürgen Bremer da ist, ist auch eigentlich krass. Weil, was hat eigentlich jetzt Jürgen Bremer im Supermittelgewicht, außer mit dem, wie hieß der? Ford? Nee, wie hieß der denn nochmal, den er da in dem BBSS geschlagen hat? Rob Brandt. Ja. So, und diesem einem Aufbaugegner, da hat er ja jetzt auch nichts mitgerissen, aber aufgrund seiner Platzierung im Halbschwer ist der halt da, aber eigentlich hat Jürgen Bremer da auch nichts zu suchen. Oder eigentlich ist Platz 12, ja, auch unglaublich. Ja, das super Mittelgewicht ist aber auch momentan nicht so stark besetzt wie vor 10 Jahren, als das Super Six war. Das ist richtig. Da hattest du ja mit Leuten wie Ward und Karl Frotsch ja auch noch ganz andere Hausnummern da drin gehabt. Ja, aber dann ist es von GUL auf jeden Fall intelligent, ne? Gegen Platz 9 zu boxen. Er ist auf oder Platz von seinem 17, Promoter. Von seinem Promoter, er springt richtig weit nach vorne und kann dann Moneyfight machen. Also, ja, ich denke mal, das ist schon. Hat er sich sehr gut ausgesucht, den Gegner, weil Afni Yildirim ist ja kein schlechter Boxer, aber sehr einseitig, sehr roboterhaft im Ring. Hat jetzt auch Gegner am Schwächen am Kinn, also ja. Ja, schlecht nicht, das war jetzt von mir natürlich auch ein bisschen hart, ja. Aber wenn man es halt mit Gerät vergleicht, so, ne, im Vergleich, ja, das, okay, ist ja, das ist so wie wenn Bayern München halt zu Hause gegen Heidenheim spielt. Ne? Also da muss halt alles passen für Yildirim und das sehe ich hier halt nicht kommen. Ne? Sehr unwahrscheinlich, ja. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem immer interessant, weil, also ich mag Leute wie Yildirim eigentlich. Der ist ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen so ein Eubank in schlecht, ne? Also ist ja auch so, der geht nach vorne, ist offensiv eingestellt. Er hat jetzt natürlich nicht das beste Kinn und sowas, ne? Eubank kann ja auch ein bisschen was vertragen. Also vom Style sind die in etwa gleich. Gehen beide nach vorne, brawlen, haben nicht so die beste Technik. Also, aber Eubank ist schon besser technisch noch. Ja, natürlich. Also variantenreicher. Ja, ein Eubank, ne? In schlecht ist ja Yildirim. Ja, in schlecht, ja. Genau. Naja. So vom Style halt ungefähr gleich. Ne? Nur klar, natürlich noch 3 Klassen schlechter. Aber ich mag den Style eigentlich so generell. Also ist gut anzugucken, ist attraktiv. Ist unterhaltsam. Ist unterhaltsam, genau. Ja. Ich bin ja jetzt nicht der Typ, der jetzt so Kämpfe mag, wie letztens da von Kovalev jetzt gegen Alvarez. Richtig, wie die Kämpfe so verlaufen, das langweilt mich halt. Ne? Immer nur Jab rausbleiben und den Kampf vermeiden. So. Ja, das, klar, sicher, so für technisch gibt es natürlich auch Leute, die sind Fan vom technischen Boxen, das ist natürlich dann sehr geil. Aber ich bin halt eher jemand, der ja, will Action sehen und da sind so Leute natürlich für mich dann ganz cool. Ich mag immer, wenn ein technischer Boxer gegen einen boxt, der brawlt, weil ich immer irgendwie hoffe, dass der Techniker in Probleme kommt so, und aus seiner Komfortzone gebracht wird, ne, aus dem Kampf. So. Aber ja, gut, in dem Fight, wie gesagt, sehe ich das nicht. Da sehe ich eher die Chance bei Eubank halt, ne? Der könnte die Geld schon in seiner Komfortzone treiben. Auf den Kampf freue ich mich da schon etwas mehr, aber ja, ich gucke mir beide an und schauen wir mal. Auf jeden Fall Ansetzungen, die man sich ansehen kann. Als Sportfan, Boxfan. So ist es. Aus der Undercard, ja, jetzt auch vielleicht noch Marc-Antonio Hernandez gegen Jason Rosario. Aber alles im Grunde nichts großartig Erwähnenswertes. 2 ungeschlagene Leute noch, wegen die haben ganz nette Namen. Manny Powell, der 4. und Leon Lawson, der 3. kämpfen. Beide 8-0 und ungeschlagen. Aber das sind auch wahrscheinlich nur die Namen schön. Das wäre es dann auch soweit gewesen mit der Vorschau. Dann kommen wir einfach mal zu den News. Was gibt's denn da so Neues in der Boxwelt? Halt!
Ja. Jetzt. Genau. Sehr ja. schön. Ja, dann kann ich ja nochmal von dem Event berichten, was ich da für News erfahren habe. Da waren ja, Abraham war da, Bremer war da, noch ein paar andere Boxer waren da, Uli Wegner. Ja, Arthur Abraham hat im Ring in Berlin angekündigt, dass die Verhandlungen mit Felix Sturm laufen und dass er gerne den Fight machen würde mit Uli Wegner an seiner Seite, also so wie immer. Und am liebsten in der Mercedes-Benz Arena, also genau neben der Halle, wo Hannig geboxt hat. Also ein bisschen größer, aber ich denke mal, das ist auch realistisch, weil Abraham und Sturm sind immer noch die bekanntesten Namen, die man vielleicht so in Deutschland hat. Die werden auch eine große Halle voll kriegen, auch wenn der Kampf viel zu spät vielleicht kommt. Aber er meinte halt besser als nie und ich finde, da hat er recht. Besser als nie der Kampf und also ich würde mir gerne angucken, müssen mal gucken, also wann es einen Termin gibt, hat er noch nicht gesagt, aber anscheinend sieht es ganz gut aus, sagen wir mal so, er sah jetzt recht zuversichtlich aus, dass der Kampf kommt. Wollt ihr den sehen? Weiß ich nicht, oder würdet ihr euch den nicht angucken? Doch, natürlich immer noch. Ich würde ihn noch gucken, aber jetzt nicht mit der Vorfreude, wie ich ihn jetzt vor 5 oder 10 Jahren geguckt hätte. Ja, das stimmt, ja. Denk also auch. Der sportliche Wert ist nicht mehr ganz so hoch. Nee. Aber beide sind schlechter geworden. Und deswegen, keine Ahnung, haben sie ja irgendwie auch, Sturm hatte sogar eine lange Pause, irgendwie dann doch vielleicht ähnliche Voraussetzungen. Ja, ich würde den Kampf vielleicht jetzt auch anders einschätzen als früher. Wobei ich, ja, also man weiß zum Beispiel gar nicht bei Sturm, ne, wie der so drauf ist. Vielleicht ist es dadurch jetzt sogar noch spannender geworden zwischen den beiden, wer weiß. Also ich sehe es eigentlich immer noch sehr, sehr klar. Eindeutig, wie auch früher ich es eindeutig gesehen hätte, ja. Also für Sturm, ja, meinst du? Ja, ja. So glaube ich schon, ja, natürlich, also er ist lange raus gewesen, ich glaube 2 Jahre, ne, ungefähr müssen es sein, ich habe jetzt nicht auf die Austachung geguckt, aber so gefühlt 2 Jahre, vielleicht sogar etwas mehr, aber grundsätzlich ist Felix Sturm ja schon jemand, der, ja, ich will jetzt nicht sagen professionell ist, aber schon. Ne? Also, klar, der ist auch immer ein bisschen über dem Gewicht. Ich will nicht sagen, dass er professionell ist, aber er ist es. Ja, also, er ist ich will kein, nicht sagen, dass er ein Riddick Arsch Bo, ist, ne? Aber er ist ein Arsch. Ist kein Riddick Bowe, der da irgendwie sich total gehen lässt oder so. Nein, also, der hat schon eine gewisse Professionalität auf jeden Fall und der weiß, wie das Business läuft so und klar, der kann sich auch selbst einschätzen. Ich denke mal, wie gesagt, der wird früh genug ins Training einsteigen und in dem Alter, wo er sich jetzt befindet, klar, er hat jetzt natürlich auch ein paar härtere Kämpfe gehabt, aber auch keine unbedingten Schlachten, also dass er total kaputt ist. Letzten Kampf er gesehen gegen Shudinov, da war er noch relativ gut. Und ich sag mal so, ich messe ihn an dem letzten Kampf gegen Shudinov. Das war okay und wenn er das bringt, was er dort gebracht hat, reicht das für Arthur in der aktuellen Form. Easy. Die Frage ist natürlich jetzt, klar, kann er das noch abrufen, was er dagegen schon noch abgerufen hat, weil 2 Jahre raus. Ich sag ja, macht der auch was im Training, ist jetzt so, dass er komplett auf dem Sofa sitzt und chillt. Er wird schon trainieren zwischendrin und ein Arthur Abraham, der dermaßen passiv ist. Und guck mal den Arthur an, was er gegen Aufbaugegner treibt da. Er gibt Runden ab, der schlägt nur noch Luftlöcher, der hat kein Timing mehr, hat kein Footwork, der hat überhaupt keine Workrate, der hat nichts mehr. Aber auch wirklich gar nichts und auch keine Schlagkraft, nichts. Einfach nichts. Es ist gar nichts mehr da. Null. Und Felix Sturm mit einer ansatzweise Form schlägt ihn, ohne eine Runde abzugehen. Also ganz übles Ding. Wenn er noch ein bisschen was kann, 120, 108 für Sturm, boxt ja aus, den Arthur. Oh, war Sturms Workrate? Ich weiß nicht. Ja, gerade die ist noch gut. Ich finde die gut, Sturms Workrate. Absolut. Gerade über den Output kommt er ja. Er schlägt auch immer relativ viel. Auch gegen Shudinov hat er sehr viel geschlagen. Sehr viel sogar, finde ich. Der ist, klar, natürlich in manchen Kämpfen auch immer passiv gewesen, aber immer dann, wenn die Gegner quirlig und beweglich waren und schnell weg waren auf den Beinen. Aber wenn ein stehendes Ziel wie Arthur Abraham ist doch prädestiniert für jemanden wie Sturm. Ja, der halt auch überhaupt gar keinen Saft mehr hat. Ne? Abraham ist einfach so... Nichts. Und Sturm hat immer los. Gegen bewegliche Gegner. Da hat er so passive Phasen in meinem Kampf gehabt, weil er mit der Beweglichkeit nicht zurechtkam, weil er kein Timing hatte in seinen Schlägen. Aber gegen so stehende, bewegliche Ziele wie Arthur, das ist ja ein lebender Sandsack aktuell. Ja, so böse muss man es ja so böse sagen. Guck doch mal, was er gegen Eubank gemacht hat zum Beispiel.
Der nichts. Nichts. Ja, das ist immer seine Lethargiephase, ja, ich weiß. Aber vielleicht kann er sich nochmal motivieren. Oder ich weiß es nicht, vielleicht ist es gegen Sturm. Ja, vielleicht er kann Respekt. Er noch mehr rausholen oder so. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall für Arthur. Er ist nicht so, oder? Nicht so mental stark, der Arthur. Er hat auch gegen Freud schon so, hat er Angst gehabt halt. Ne? Klar, gegen Eubank auch Angst vor der Power und so. Da macht er die Doppeldeckung rein und traut sich nicht. Ja, ja, klar. Natürlich, er weiß auch gegen Felix Sturm. Ne, muss er sich jetzt nicht fürchten, da K.O. zu gehen. Ja, deswegen wird er anders, ne, da wird boxen. Da wird er, klar, ein bisschen offensiver sein, aber er hat ja kein Timing mehr und sowas. Ne? Und die Schnelligkeit ist nicht mehr da. Und diese weit ausgeholten Schläge, also das, wie gesagt, wenn Sturm dann noch ein bisschen was im Tank hat, so ein ganz klein bisschen noch, dann wird er ihn gnadenlos abkontern und mit dem Jab auf Distanz halten dann auch. Und keine Ahnung. Also, nee, glaube ich nicht, dass Arthur da viel machen kann. Also ich sehe, wenn es auf 12 Runden angesetzt wird, also maximal 2 Runden für Arthur. Wie gesagt, wenn Sturm noch ein bisschen. Würde ich sogar Geld draufsetzen. Die Quoten werden ja bestimmt ziemlich ausgeglichen sein, schätze ich mal. Das wäre ein Kampf, da würde ich was draufsetzen. Klar ist das Risiko, dass Sturm kaputt ist, ne? durch die Inaktivität jetzt, dass er vielleicht doch einfach nur noch einmal boxt, um Geld abzukassieren, aber mit dem Wissen, dass Arthur halt gegen Journeyman schon so scheiße aussieht, muss ich davon ausgehen, dass Sturm besser ist noch als diese Journeys zumindest. Ne? Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und deswegen gehe ich ganz klar mit Felix Sturm, so 118, 110 und vielleicht sogar tendenziell noch eindeutiger. Was ist eure Prognose, wenn der Kampf kommen würde? Wäre die auch so klar oder würdet ihr sagen, na, sehe ich enger. Bin mal gespannt jetzt. Ich weiß nicht, die Pause tut Sturm sicher nicht gut und die sind halt beide so jenseits von Gute und Böse. Arthur, ja, auch fürchterlich anzuschauen mittlerweile. Aber ob Sturm besser wäre, weiß ich nicht. Das ist halt mehr Wundertüte. Ob er nochmal so die Form wie gegen Schudinov und Co. hat, ja, ich glaube, wenn er die erreichen kann, dann sollte es reichen, aber wird er das? Das ist so die Frage. Und ich glaub's nicht, ja. Glaub's nicht. Also sein Gesicht sieht gegen Schudinov schon krass aus. Das wird halt ein ziemliches Opa-Match. Ja. Ja, aber es ist vielleicht. Ja, das sind zwei Opas. Zwei Box-Opas. Also, ja. Ich glaube, was gut, glaube ich, wäre, die sollten den Kampf jetzt machen und dann machen sie den in 30 Jahren nochmal. Ja, wie dem Film mit Robert De Niro und Sylvester Stallone, Grudge Match. Ja, aber wenn wir keine anderen Namen haben, die wir sehen wollen, dann ist das halt immer noch interessanter als jetzt, weiß ich nicht. Ja, das Schlimme ist ja, dass die Box-Opas, also die beiden und vielleicht Bremer noch, die rocken halt immer noch alles weg, was in Deutschland so kommt. Und das ist halt das Üble. Also, wenn du die gegen die Jungen stellst. Das Schlimme an der ganzen Sache ist halt, dass es für einen der beiden danach weitergeht. Wenn es denn einer gewinnt. Und wenn es denn nur ein Kampf ist. Ja, das wird dann klar. Vielleicht gibt es auch ein Unentschieden und dann macht man nochmal ein Rematch und dann nochmal ein Rematch. Oh, jetzt hast du es angesprochen. Jetzt dann das, du hast den Elefanten im Raum angesprochen. Jetzt kommt das auch noch. Ja. Dann wird es doch enger, als man erwartet. Warum, Samira? Warum? Tja. Was habe ich dir getan? Also ich gucke mir das dann trotzdem noch an. Ja, gucken wir uns alle an. Nein, ist ja auch ein interessanter Kampf. Habe ich ja schon mal im anderen Podcast hier bei uns erwähnt. Das ist ja... Es muss ja nicht immer ein Titel im Spiel sein und es müssen nicht immer zwei Primetime-Boxer im Spiel sein. Ich sehe mir oft lieber so einen Dennis Krieger an gegen irgendwen, so als einen Titelkampf von Steve Aaron gegen Deontay Wilder oder so. Weil, wo ich halt weiß, was passiert. Ne? Da habe ich halt auch so auf schlechterem deutschen Niveau. Sag mal, Dennis Krieger ist ja gar nicht so schlecht, aber sein Rekord ist halt schlecht. Ne? Sieht halt scheiße aus mit 12 Siegen und 7 Niederlagen, was er da hat. So. Aber der ist ja nicht, der boxt ja nicht kacke so. Ich mag es trotzdem, ihn anzugucken, weil er halt immer alles gibt, ein Herzblut hat und 12 Runden Gas gibt. Ne? Auch wenn er hart getroffen wird, er geht trotzdem weiter nach vorne und hat immer so den Anreiz, das Ding irgendwie noch zu gewinnen und ist motiviert. Und da gucke ich mir manchmal lieber so einen 12-7-Mann an gegen einen 16-4-Mann. Aber wenn die beide alles reinhauen, so. Anstatt zwei Ungeschlagene so mit Titel im Hintergrund und das ist dann so irgendwie so ein langweiliges Ding. Ne? Also. Von daher, wie gesagt, klar, sportlicher Wert, hat der Robert gerade schon richtig gesagt, ist bei Sturm gegen Arthur Abraham natürlich nicht mehr gegeben, das ist ja klar. Aber trotzdem ist es halt eine Ansetzung, die man sich Jahre gewünscht hat. Ne? Und in 20 Jahren oder in 10 Jahren oder in 5 Jahren würden wir uns darüber unterhalten, wenn beide ihre Karriere beendet haben, würden immer wieder fragen, in wie wäre das ausgegangen? In 5 Jahren beenden die erst, oh Gott. Wahrscheinlich, ne? Wird bestimmt, streng genommen hätten die das eigentlich schon vor 5 Jahren machen sollen.
Eigentlich schon, ja. Ja. Ja gut, aber die brauchen ja beide Geld. Ne? Arthur hat ja so einen krassen Lebensstil so, und Felix ist ja auch angeblich da nicht so gut bestückt, gerade was das Geld angeht. Ja, also von daher denke ich schon, dass die noch eine Zeit boxen, ja. Und von daher ist es gut, wenn das kommt. Ne? Klar, zu spät auf jeden Fall, aber wie Samira auch eben richtig schon sagte, beide sind im Endeffekt älter geworden und ja, ob die jetzt beide in Prime gegeneinander boxen oder beide halt, ja, in Past Shot, Prime. Ja, das kommt aufs Gleiche raus. Ne? Also, beide haben nur noch 10%, egal. Gleichwertige Bedingungen und mal gucken, wie ein 10% Arthur gegen einen 10% Sturm geht. Ne? Ja, trotzdem noch. Kommt immer wieder aufs Gleiche raus. 100% beide haben. Wahrscheinlich schläft dann einfach während des Kampfes irgendwie einer ein wie so ein Duracell-Hase, dem der in die Batterie ausgegangen ist. Ja, einfach mal gucken. Ne? Wie gesagt, kann man sich geben und sind wir doch froh, dass wir dann bevor wir jetzt irgendwie weiter auf den Kampf eingehen, glaube ich, sollten wir lieber weitergehen, weil ich würde erst wirklich auf den Kampf was setzen, wenn der wirklich stattfindet. Ja, klar. Aber so mal als Besprechung so im Vorfeld. Sieht ja ganz gut aus, die Verhandlungen. Wir sind gespannt. Gucken wir mal. Ich denke, Mitte des Jahres können wir den Kampf schauen. Aber schauen. Wir sind gespannt. Ja, ansonsten gibt es noch die Meldung, dass Universum Box Promotion zurück ist. Ja, das ist auch so eine Meldung. Ich weiß nicht. Ja, irgendwie Ismail Ötzen veranstaltet mit seinen beiden Aratunians da ein paar Kämpfe, aber davon ist das noch lange nicht Universum Box Promotion. Denn ich weiß nicht, der will sich da wahrscheinlich einfach mit dem Namen, der noch da ist, so schmücken, weil zu Hochzeiten war es halt wirklich einer der besten Boxstelle der Welt und unglaublich auch ja, erfolgreich, muss man ja sagen. Und was für Leute, die unter Vertrag hatten, das war ja Wahnsinn. Aber ja, er hat den Namen sich vielleicht gesichert, ich weiß es nicht, aber ja. Scheint so, dass er da auf jeden Fall Kämpfe unter diesem Label veranstalten möchte. Ja, wird man sehen, was daraus wird. Also ich verbinde im Universum gar nicht. Klar, es gab Hochzeiten, aber am Ende verbindet man sie doch nur noch mit einer Pleite und weiß ich nicht. Sauerland hatte auch mal Hochzeiten und wenn du jetzt an Sauerland denkst, dann denkst du halt auch... Aber sie sind noch nicht so schlimm, also sie gibt's noch wenigstens. Aber ich meine, so toll ist der Name noch, jetzt auch nicht, ne? Ja, sie gibt's noch, aber streng genommen ist es auch eine wandelnde Leiche. Ja, bitte, ich bitte dich, wenn du hier sagst, Deutschlands größter Boxstall und dann veranstaltest du irgendwelche Kleinringveranstaltungen irgendwo in Karlsruhe oder so, das hat nichts mit Deutschlands größter Promoter zu tun. Sind die auch nicht mehr. Also ich würde SES über die ranken, auch ja, von der Qualität auch. Der Boxer auf jeden Fall. Auch die Veranstaltungen sind besser. Und die Boxer, die haben ja gar keinen Hauptkämpfer mehr eigentlich. Sauerland hat eigentlich keinen Hauptkämpfer mehr. Auf jeden Fall nicht einer, der es richtig, der das Publikum anzieht. Sagen wir mal, sie sind viel zu jung. Die wären früher auf der Undercard gewesen, diese Leute. Also ich verstehe gar nicht, dass die alle gehen lassen haben. Diese ganzen Namen haben sie gehen lassen. Ja, das hatten wir, glaube ich, im Sommer bei dem Podcast besprochen zum Thema Boxen in Deutschland. Das ist... Viele Sachen, das fing schon bei der ARD an und streng genommen war ja die Sat.1-Zeit eine Zeit mit viel Potenzial und sehr viel vertanen Chancen. Ja. Eigentlich hätte man da schon Sturm Abraham machen müssen, weil es gegangen wäre, weil es die gleiche Sendeplattform war. Hat man nicht. Man hat immer groß von deutsch-deutschen Duellen gesprochen. Die fanden aber nur zu einem sehr kleinen Teil statt. Und wenn sie dann stattfanden, waren das Kämpfe wie Jürgen Bremer gegen Conny Konrad, der auf der Weltrangliste auf Platz 120 war. Oder noch tiefer, keine Ahnung. Das wurde dann einem als Weltmeisterschaftskampf verkauft. So, du musst jetzt kein Boxexperte zu sein, um zu sehen, wie unterlegen Conny Konrad war. Und in Zeiten des Internets, wo du dann sagst, wer ist Conny Konrad, gibst es bei Boxrec ein und siehst dann auf einmal, auf welchem Rang der ist, sag mal jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der war vor dem Kampf irgendwie bei Boxrec auf Platz 133. Da fragst du dich natürlich, wenn der auf Platz 133 ist und es also 130 Boxer gibt, die noch besser sind als der, warum boxt der dann um eine Weltmeisterschaft? Ist doch deutsch. Bei der Müllabfuhr hat er doch verdient. In Köln, ja. Aber es wurde als Weltmeisterschaft verkauft.
So, ja. Und, ja, und du hast halt heute nicht wie in den 90ern, wo du quasi den Leuten ja quasi alles vorsetzen konntest, ohne dass die eine Möglichkeit hatten, das mal gegen zu recherchieren. In den 90ern hast du dann ja auch irgendwelche Sauland-Veranstaltungen oder Universum-Veranstaltungen gemacht. Dann hast du dann irgendwie einen, das klingt jetzt schlimmer, als ich es meine, aber dann haben sie aus den USA irgendeinen Schwatten geholt. So, haben viele Publikum, oh, der kommt aus Amerika, ja, dann muss der ja was können. Ja, dann hat Wallace aber auch wahrscheinlich nur jemand, der so nebenbei geboxt hat und der wurde dann vermöbelt und du konntest dann da jemanden hinstellen als neuen Star. Heute kannst du aber gucken, wer der Boxer ist und dann siehst du, huch, ist ja gar nicht so gut. Oder selbst wenn das ein 20-0 Boxer ist, dann kannst du ja auch noch gegen recherchieren, gegen wen hat der denn geboxt? Und wenn du dann in diesem Rekord nur siehst, rot, 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 dann weißt du auch, okay, das ist auch nur ein Schaumschläger beziehungsweise ein Blender. Ja, aber trotzdem ändern sie ja nichts, ne, an der Masche. Eben, also, das ist es ja gemacht. Eine Gesellschaft verändert sich und es ist immer daran zu gucken, wie man sich auf diese Veränderung in der Gesellschaft reagiert. Das ist ja auch ein Problem von Fernsehsendern. Seit 10 Jahren verlieren die konstant an Zuschauern, weil alles in den Online-Streaming-Bereich geht. Nichtsdestotrotz halten viele Sender aber immer noch an dem Prinzip Fernsehen fest. Ganz mal, ich frage jetzt einfach euch mal alle in die Runde rein. Wer von euch war das letzte Mal samstagabends zu Hause und hat sich eine Samstagsabend-Fernsehshow angeguckt? Ich habe kein Fernseher mehr. So, du fällst schon mal raus. Samira. Nö, ich bin da auch eher so mit Amazon Prime oder Box. Ja, du sitzt jetzt auch nicht zu Hause und würdest jetzt irgendwie noch Wetten, das gucken oder den Musikanten starten. Nee, ich gucke nur Nachrichten eigentlich oder vielleicht mal frontal oder so. Sonst ja. Schon, nein. Imanu? Ich eh nicht. Ja, mein Fernseher wird nur noch für die PlayStation ab und einmal benutzt. Ja, da hast du es ja. So, da, ja. Weil sich die Gewohnheiten verändern. Aber das Fernsehen versucht ja immer noch zwanghaft dran festzuhalten. Nee, mit richtigen Programmen kriegen wir die Leute schon. Mhm. Ja, da musst du aber. Das funktioniert ja heute nicht mehr. Fernsehen ist im Endeffekt nur noch für Sport-Live-Veranstaltungen wirklich gut. Aber sind wir mal ehrlich. Und da auch nur bedingt, weil die kriegen ja kaum noch Rechte. Sind wir mal ehrlich, wir haben ja gerade geäußert, die Leute können nachgucken, wie gut die Boxer sind. Okay, stimmt. Aber von, sagen wir mal, 4 Millionen Leuten vom Fernseher, die, sage ich mal, jetzt Kampf angucken zwischen Bremer und Georgiashvili. So. Ich glaube nicht mal, dass der so viel hatte. Ja, nur mal so als Beispiel. Oder sagen wir mal 1 Million, ne? Eine realistischere Zahl. Wie viele Leute davon gucken denn bei Boxrec nach, ja, genau, dieser Georgiashvili ist? Natürlich sage ich ja nicht, ich sage ja jetzt die nicht, die kennen doch Boxrec nicht mal, oder? Nö, brauchst du ja auch gar nicht. Du brauchst nicht Boxrec können. Es reicht ja Google. Wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du jetzt, aber meinst du, das machen so viele, die googeln den? Nö, nee, sagen wir mal, nicht das, aber du, ist ja eine Mischung aus vielen Sachen. Sag mal, wenn jetzt, du hast 1 Million und ein Fünftel oder sowas, oder vielleicht ein Sechstel, guckt nach. So, die sehen schon, aha, Beschiss. Die sagen dann, weil gucken sie den Kampf vielleicht nicht alleine. Emma, ich habe den Kampf gerade gesehen. Was habe ich mal gesehen, wo der Typ in der Weltrangliste ist? So, du kannst schon mal eine Kommunikation haben. Dann hast du dann Leute, die sich das einfach nur so angucken, denken, wie, das soll Weltmeisterschaft sein oder das soll Weltklasse sein? Na komm, nächstes Mal gehe ich Bier trinken woanders. So, das ist eine Mischung aus vielen Sachen. Oder sie sind bei Facebook, ne, lesen irgendwelche Gruppenkommentare, ne, wie die das Leute darüber noch diskutieren oder so. Das kann man schon irgendwie. Ich denke, du hast ja natürlich, Facebook oder so ist ja auch ein guter Punkt. Du hast ja relativ, durch so Online-Foren oder Online-Medien, hast du ja auch einen relativ ungefilterten Meinungsaustausch. Ob der jetzt immer qualifiziert ist, ist die Frage, weil er sagt, also wenn du mal wenn du bei boxen.de mal in die Kommentarspalte so teilweise guckst, also das ist ein Hort an erstklassigen Beleidigungen. Nur geistreich. Ja. Also Jürgen Bremer wird ja meistens irgendwie mal mit, wie ist nochmal der aus Herr der Ringe? Mein Schatz. Gollum? Gollum, genau, mit Gollum verglichen. Und echt? Dann kommt. Okay. Ja, ich lese sowas immer gar nicht mehr. Also wirklich, mir ist das zu bescheuert. Die machen aber, manche Leute machen wirklich alles schlecht und das kommt dann auch an jeden.
Ja, natürlich wird da alles schlecht gemacht. Deswegen sage ich ja nicht immer qualifiziert oder objektiv. Ja. Aber du hast jetzt als das. Und du kannst ja auch für sowas empfänglich sein. Wenn du jetzt einen Kampf dann anguckst von Brämer gegen diesen, wie hieß der Pole nochmal, der in der ersten Runde rausging? Ist doch egal. Das war der letzte Kampf. Der durch den Körpertreffer da. Ja, ja. So, dann kannst du dann guckst du irgendwie mal auf boxen.de nach und dann hast du dann da irgendwie da den Jürgen Brämer Hater Club. Und die schreiben dann alle, ja, so ein Scheiß und all drum dran. Dann kann das durchaus sein, dass man auch davon beeinflusst wird. Also es ist eine Sache aus. Ich denke, das ist eine Sache. Es ist eine Sache aus vielen Faktoren. Ich denke auch die ganzen Fehlurteile, die da über Jahre zusammenkamen, ne? Das ist auch eine Sache, wo sich dann irgendwann die Zuschauer denken. Und immer wieder und über Jahre. Aber trotzdem haben die seit den 90ern das Prinzip ja nicht verändert. Genau. Nee. Genau. Du musst, wenn du sagst, okay, die Leute können, die verschreckst man, dann muss man sagen, gut, dann, wenn man halt so Fehlurteile hat, dann muss man sagen, gut, dann müssen wir wenigstens gucken, dass die nicht in so kurzen Zeitintervallen passieren. Oder Rematches machen, ne? Wobei das wurde ja dann ein bisschen so zu seiner Masche. Dann wurde ja hat viel man ja auch gemacht. Hat man ja viel immer, mit Unentschieden oder. Teilweise. Nee, jetzt muss Arthur Abraham gegen den Smithen einen Rückkampf machen, wo man denkt, wieso, den ersten Kampf hat man doch schon nicht gebraucht. Das ist eine Mischung aus vielen Sachen. Und damit haben die sich selber kaputt gemacht. Ja, aber das Problem ist ja auch, das geht weiter und die Leute merken das. Wenn man jetzt zum Beispiel Dennis Krieger gegen jeden Sauerlandboxer boxen lässt oder Ronny Mittag gegen jeden Sauerlandboxer, dann ist es einfach irgendwann nicht mehr interessant. Auch wenn ich Ronny Mittag persönlich Respekt so, ich mag den, er ist cool, Dennis Krieger auch, trainiert bei Corinne Geber und so, ich wünsche den Payday und so, aber für die Fans ist es einfach langweilig, wenn ständig die gleichen Journeymans, eigentlich sind es ja keine Journeymans, aber es sind Aufbauboxer sozusagen, wo man weiß, die verlieren sowieso gegen jeden Sauerlandboxer, auch wenn sie, selbst wenn es knapp wäre so, aber es ist halt kein interessanter Kampf mehr so. Es ist kein sportlicher Wert da drin. Gibt es keine anderen Gegner halt, so, frage ich mich, auch in Deutschland wird es andere Gegner geben, aber das Matchmaking ist einfach manchmal so fragwürdig, wo man sich denkt... Das Matchmaking ist immer nur auf reine Vorsicht ausgelegt, also außer jetzt mal, wenn jetzt mal so Leute hast, wie Abbas Baru, der jetzt, also wie auch Eugen ja eben schon gesagt hatte, für den Kampf schon so einen Gegner, dem traut man ja anscheinend auch was zu. Ja, oder man will schnell Geld mit ihm verdienen, man weiß es halt nicht, kann auch so gesehen werden. Dafür ist der, glaube ich, noch in keiner interessanten Klasse. Weltergewicht etc. hatte jetzt in Deutschland meistens nicht so den Riesenruf gehabt. Es sei denn, du hast jetzt im Leichtgewicht einen René Weller, der jetzt irgendwie eine bessere Medienpräsenz hat. Aber der Typ ist ja auch ein guter, ne? Aber was ist Baru? Ja, ist auch ein guter, also, aber die Frage ist, kann der so als Hauptkämpfer wirklich bestehen? Kann der die Leute vor die Fernseher ziehen und so? Ist es nicht noch zu früh, so den als Hauptkämpfer einzusetzen? Aber sie haben ja keine anderen, so von daher ist es halt so. Ja, ist ja wirklich so. Eigentlich wäre es zu früh, finde ich noch so. Ja, man möchte natürlich auch an die Geldtöpfe kommen. Klar, ich habe Baru jetzt auch ein paar Mal gesehen. Man kann schon sehen, dass er durchaus in der Lage ist, mal Weltmeister zu werden. Sagen wir es mal so. Der kann schon was, Wie das dann vonstatten geht und ob er vielleicht auch mal vereinigen kann oder wie lange er Weltmeister bleiben kann und wie hoch und wie lange. Gut, das wird man sehen. Aber dass er Potenzial hat, ist ja klar. Ne? Und, ja, das auf jeden Fall. Man macht das Matchmaking jetzt natürlich auch, weil man weiß, so, wie gut er ist. Und der Gegner, den er jetzt als nächstes hat, ne, weiß man auch, der ist halt ist ein solider Mann auf jeden Fall. Er kann boxen, aber ist halt auch schon abgehalten. Man bringt Baru hoch, ne, so in die ganz großen Top 10 vielleicht schon, wenn er den schlägt, so, und von daher, warum soll man das nicht machen, ne? Ich denke, das ist nachvollziehbar, und ich denke, in Deutschland hätte man auch viel mehr Risiko oder wäre mehr Risiken eingegangen, wenn man denn auch die nötigen Boxer dafür gehabt hätte, aber man hatte doch auch nichts. Die Leute, die hier geboxt haben, sind wir doch mal ganz ehrlich, auch wenn Sturm und Abraham in Primetime, die schlagen doch keine Riesenleute, keine Weltstars. Hat man doch dann spätestens im Super Six auch gesehen. Was macht der Abraham denn gegen den Forge oder gegen den Ward oder, ne, da gibt's auf den Sack. Und das weiß man doch auch. Vielleicht sind die auf deutscher Ebene gut, auch im Priming, auf deutschem Niveau, klar, vielleicht auch europäisch noch so, ne, aber wenn es in die Welt geht und dann gegen die richtig starken Mexikaner und gegen die starken Amis, dann gibt es halt auf den Sack. Und das weiß man. Deswegen hat man solche Matchmakings halt auch nie gemacht. Ja, aber es muss ja nicht immer in die Welt gehen. Ne? Aber ich find, wenn man von seinem eigenen Boxer überzeugt geworden wäre, angenommen hätte jetzt einen Felix Sturm gehabt, der wäre Roy Jones-like gewesen oder so, dann hätten die den auch mit anderen Leuten in den Ring gestellt. Wenn man davon überzeugt ist, dass der diese Leute schlagen kann. Aber ja, gut, aber andererseits, da muss ja man dagegen argumentieren, dann hätte ja auch einen
Arthur Abraham nie gegen den Frotch geboxt. Ja, das hat man damals gemacht, weil das Geld halt extrem reizvoll war. Durch die Super Six hat man halt eine unfassbare Summen generiert, wo man sich gesagt hat, gut, selbst wenn wir verlieren sollten, nehmen wir trotzdem mehr ein, als wenn man Abraham gegen 8, 9 Journeys stellt. So, ne? Und das war Geldsache, das ist eine Geldgeschichte. Klar, wenn du die nötigen Kohlen kriegst, aber hätte man mit einem Felix Sturm in Amerika Geld verdienen können damals? Nein, hätte man nicht. Mit Arthur in Amerika Geld verdienen können? Höchstwahrscheinlich auch nicht. Und von daher, er wäre das Geld einfach nicht interessant gewesen. Ne? Du hättest da vielleicht für einen Kampf gegen Forge in England vielleicht genauso viel gekriegt, wie für einen Journeyman in Deutschland, weißt du? So, und das ist aus finanzieller Sicht einfach nicht reizvoll gewesen. Da müssen beide Sachen natürlich stimmen. Der sportliche Wert und das finanzielle. Und das ist halt nicht da. Ich sag mal so, wenn du jetzt gegen mich kämpfen dürftest für 10.000 Euro oder gegen Mike Tyson gehen, wie würdest du im Boxen von dem... Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, klar, ne? Wenn du dann Moment auswählst. Mal, den 50-jährigen Mike Tyson? Oder? Ja, der ist immer noch besser. Ja, das ist wahrscheinlich. So, von daher, ne? Ja, das ist ja klar, das kann ich auch verstehen. Da muss man schon von seinem eigenen Boxer wirklich extrem überzeugt sein. Dass man das halt nicht konnte, wie gesagt. Ich kann das schon verstehen, dass man das aus markttechnischer Sicht so gemacht hat. Ist es halt immerhin ein Wirtschaftsunternehmen, ne, was da arbeitet. Man möchte möglichst hohe Gewinne erzielen. Und ja, dass man das oft auf Kosten der Kunden macht, ist halt leider so. Ne? Ich meine, ich kann das verstehen, aber es ist für die Fans und für den Sport. Es geht ja halt. Und du machst Sport. Ja dann halt auch die Marke irgendwie kaputt. Eben, ja, ne? Es geht halt es geht ja um Sport. Im Sport sollte es eigentlich auch gar nicht um Geld gehen. Es sollte eigentlich ein Wettkampf sein, aber der es einfach geht auf, nur auf um Sport. Ja, klar, eigentlich schon, ne? Aber dahinter stecken halt so viele Gelder mittlerweile, die das halt zerstören. Das ist halt schade so. Und ja. Deswegen hast du ja auch diese ganzen Manipulationen und Fehlurteile, weil es halt Geld im Hintergrund steht. Und das, klar, hast du recht, das zerstört die Marke und jetzt sind wir im Jahr 2019 und ja, es hat auf jeden Fall gut Schaden angerichtet, sieht man ja, ne? Das allgemeine Interesse einfach am Boxsport, ne? Ist einfach so, bei den meisten weg, so, weil man einfach ist genug so hat. So denkt man sich, okay, ich brauche die Karte gar nicht gucken, ich weiß eh, da gewinnt immer der Heimboxer so. Exakt. Das ist schon, also genau. Wer guckt es dann noch? Ist bei mir ja auch so passiert. Nicht nur, weil ich weniger Zeit habe, sondern auch einfach, weil das Interesse weniger geworden ist. Eben genau wegen so einer Scheiße, die abgezogen wird. Und weil du genau vorher weißt, ach so, jetzt kämpft der Mann, der hat gar keinen Punch, der boxt auswärts, okay, brauche ich nicht gucken. Weil er hat keine Chance auf den K.O. und wenn er es einigermaßen gut anstellt, kriegt er trotzdem das Urteil nicht. Da brauche ich ja nicht gucken. Brauche ich ja nicht. Warum? Und deswegen gucke ich mir halt auch nur so Sachen noch an, wo ich wirklich sage, wenn zum Beispiel ein Wilder, na klar, auswärts irgendwo boxt, ne, in England, so gegen den Fury, dann habe ich ja zumindest die Chance, dass er den umhaut. So. Das gucke ich mir an. Dann ist klar. Aber ne, so Standardkämpfe irgendwie, wo ich genau weiß, Oder auch gucken, würdest du denn jetzt zum Beispiel da, das brauchen wir jetzt nicht über den Ausgang sprechen, aber würdest du denn den Kulkai-Kampf gegen Defritschenko, der soll ja in den USA stattfinden, würdest du dir den angucken? Ja, weiß ich nicht. Angucken bestimmt, aber es ist trotzdem klar, wie es dann im Endeffekt ausgeht. Ne? Ja. Das ist halt das Problem. Wir sind jetzt ein bisschen abgerutscht vom Thema, oder? Ja, sind wir auf jeden Fall. Aber ist ja trotzdem mal gut, so ein bisschen nochmal über den Sport allgemein zu diskutieren, was besser gemacht werden könnte. Ja, aber ich glaube auch dazu, wie du auch Samir schon sagte, das Interesse ist halt auch einfach nicht mehr so groß an dem Sport. Das ist oder ich sag mal, es könnte halt einfach größer sein, aber es passt halt einfach auch nicht in den Zeitgeist, glaube ich, momentan rein. Ja, ich glaube schon. Wie genau ist das gemeint von dir? Ja, weiß ich nicht. Denkst du, Boxen so vorbei ist, der Hype? Der Hype ist ja schon lange vorbei. Ja, das sowieso. Du hast es jetzt... Ich sag mal so, mit Klitschko das war ja das letzte wirkliche große Zugpferd gewesen. Und Klitschko hat man ja auch immer so ein bisschen, sag mal so, bei Klitschko hatte man jetzt nie, wenn man sich die Veranstaltung angeguckt hat, hat man jetzt nie das Gefühl, so, heute fließt Blut. Das waren ja nie Schlachtweste. Selbst wo der jede Runde gegen Fury verloren hatte, war es ja meistens dann doch so, dass er halt einfach nur vorgeführt worden ist. Aber es war jetzt nicht, dass du sagen kannst, boah, ist das brutal. Er ist mal richtig in den Krieg gezogen oder so, ja. Ja, also das hatte also dann, ich sag mal so, wenn du jetzt aber dann mal so Prügelboxe hattest, wo dann richtig Blut fließt, weil hier der letzte Kampf wäre von Badu Jack, das hat ja dann schon in Anführungszeichen was Anrüchiges, was Animalisches, aber das hast du ja in Deutschland eigentlich auch nie so richtig gehabt. Ich glaube, das fällt dann auch irgendwie so aus dem Zeitgeist raus. Das ist zwar eigentlich geiler, aber ich glaube, es trifft einfach nicht den Nerv der großen, der breiten Masse, die du brauchst,
um sowas auf die Beine zu stellen? Ich glaube, es braucht einfach nur einen Boxer, der wieder die Massen anzieht. Ja? Der du brauchst Charaktere halt. Du brauchst irgendwas, ja, der was sich irgendwie gut präsentiert, der irgendwie cool ist und so, mit dem sich die Leute identifizieren, dann klappt das, glaube ich, schon. Oder ich halt einen absoluten Bad Boy wie Tyson damals oder so, ne, der irgendwie total krasse Sachen macht. So, ja. Einfach den die Leute, der die interessiert, weil, also ich, Berlin war ja voll, die Halle war voll, die haben ihn angefeuert, so Hannig, und der ist auch nicht so bekannt, aber es gibt ja, es ist jetzt nicht so, dass da keiner hingeht, so. Klar, es ist klein, so die Halle, 2700 Zuschauer, aber der hat, glaube ich, auch erst den siebten, sechsten Profikampf irgendwie gemacht. Dafür ist es okay als Hauptkämpfer, würde ich sagen. Und es kann halt noch gesteigert werden, wenn man in deutschlandweit bekannt wird. Aber es braucht halt auch Leute, wo man einschaltet, die halt auch vorm Mikro sich da nicht zum Affen machen, die aber auch ein bisschen Lust haben, mit den Medien zu spielen. Wie so ein Arthur Abraham, der sich seine drei Sätze zurechtlegt und die dann immer und immer wiederholt. Ach, Arthur, so, der ist aber sympathisch, der kommt gut an, Arthur. Auch in Berlin, gerade in Berlin habe ich ja gesehen, der ist vom Mikro so, der kriegt Zustimmung, Leute mögen ihn klatschen, so egal auch wie seine letzten Kämpfe waren. So, der Name zieht noch, so er hat sich halt irgendwie seinen Status. Naja, der Status zieht noch, es reicht noch, so, um da mal so die extra 500 zu holen. Ja, dafür auf jeden Fall. Die Großen, guck ja den letzten Kampf, den der da gegen den Dänen da, Nielsen, gemacht hat. Ja, ich die Halle war nicht voll und sowas. So, der so zieht der Name auch nicht mehr. Ja, also da hat sie gegen diese ganzen besseren Boxer halt sich auch viel verspielt, ne? Aber viel hat man noch in Erinnerung damals so vom Anfang seiner Karriere mit dem Schlumpfeinlauf und dann hier das Ding gegen Miranda, ne, wo man mit Kieferbruch sich dann durchgeschleppt hat. Das haben viele noch im Kopf so. Und, das war krass, ja. Dann, ja, das hat man noch im Kopf, das brennt sich halt ein und du brauchst oft auch vielleicht mal so diesen einen Kampf, der von nicht in Vergessenheit gerät. Und, ja, genau. Ja. Wie damals auch wie Sturm gegen De La Hoya. Wie Sturm, genau. Sturm gegen De La Hoya. Da lebt er auch heute teilweise noch von. Immer Ja, klar. Das brauchst du halt in deiner Karriere. Oft so ein Ding, wo du vielleicht mal richtig beschissen wurdest oder wo du richtig einfach so einen Kampf gewinnst, wo keiner mehr mit gerechnet hat oder wie auch immer. Ne? So das, genau. Und das haben die Jungs ja eigentlich heute irgendwie nicht mehr. Ne? Außer vielleicht im negativen Sinne. Ja, ist schade. Auf jeden Fall. Aber eine Frage hätte ich an euch, und zwar, die wurde mir von einem privaten, einem Kollegen von mir gestellt, aus dem privaten Umfeld. Und zwar hat er gefragt, woran es liegt, dass Deontay Wilder so unbeliebt ist. Weil er meinte, er hätte bei Instagram unheimlich viele mal gelesen von wegen, ja, Wilder, der kann ja nichts, der boxt eh nur gegen Scheiße. Oder der wird hier, das hat ja der Fury ganz klar gewonnen. Und da schreiben ganz wenige, das hat er nicht gewonnen. Oder es kommt immer als unsympath rüber. Kann das einer von euch beantworten, warum das so ist, warum Deontay Wilder so unbeliebt ist und da so wenig Aufmerksamkeit in Amerika kriegt und warum keiner kennt, obwohl er ja eigentlich viel Trash-Talk macht und auch jetzt gegen gute Leute geboxt hat? Ja, aber ich finde, A, ist sein Trash-Talk nicht besonders gut, das wirkt alles so aufgesetzt und B, hat er einfach sehr arrogant, hatte Ewigkeiten nur Schrott geboxt, also der hat jetzt, ja, weiß ich nicht, bis auf den Fury, ja, nicht viel. Ortiz und Fury, aber sonst ist er ja nicht viel. Ja. Aber das ist doch mehr als alle anderen. Aber das reicht ja zusammen. Eigentlich, ja. Das ist doch, das was? Also ich finde, da hat doch Joshua auch schon mehr geleistet. Das finde ich auch. Klitschko und sonst, wen? Ja, eigentlich nur Klitschko, würde ich sagen. Ja, Moment. Klitschko ist aber schon mal immer noch ein größerer Name gewesen als Ortiz. Und aber gegen Tyson Fury hat Klitschko geschlagen, also muss man sagen. Ja, und Tyson Fury, aber Tyson Fury wurde jetzt auch nicht besiegt von Wilder. Muss man auch dazu sagen. Nee, natürlich nicht. Nee. Aber war auch der erste, der Wilder, der nicht gegen Fury verloren hat, ne? Und er hat ihn zweimal down gehabt. Das hat vorher auch niemand geschafft. Doch. Einmal down, aber nicht zweimal. Und das war ein krasser Schläge. Doch, einmal hat sich aber auch Wilder selber da ist er nicht hingefallen, aber er hat sich selbst ja einmal geschlagen im Ring. Wer sich daran erinnert. Ich sag mal so, die waren beide halt ungeschlagen, Ortiz, den hat er weggenockt und gegen Fury hat einen Draw mit zwei Niederschlägen. Also er hat auf jeden Fall gegen zwei ungeschlagene Boxer und einer ist jetzt zum Beispiel aus dem Boxer des Jahres deklariert worden, der Fury, und gegen solche Leute hat nicht verloren. Und da müsste doch spätestens jetzt ein bisschen Respekt dann kriegen, oder? Also davor kann ich es verstehen. Vor dem Kampf gegen Ortiz kann ich sagen, klar, das waren jetzt keine guten Boxer, aber jetzt mit den zwei letzten Kämpfen, Ortiz und Fury, da müsste doch schon eigentlich ein bisschen Respekt für kriegen für die Fights, oder? Der war da nicht am Boden. Den Respekt als solches, aber sag mal so, nur weil du zwei Kämpfe hast, bist du jetzt nicht ein All-Time-Great. Das nicht, aber ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Wenn ich zum Beispiel sehe, der Fury zum Beispiel, was der füllt die Halle, da würden 80.000 ins Stadion kommen. Bei Wilder
der kommt selbst gegen Fury, ist es schwer auszuverkaufen, das Ding so, ne? Oder gegen gute Leute, gegen Ortiz war es schwer auszuverkaufen, das Ding. Das ist ja schon krass, wenn man das bedenkt. Die englischen Fans sind, glaube ich, auch ein bisschen anders als die amerikanischen irgendwie. Also, ich glaube, vielleicht mögen die auch was anderes. Also, ich habe Wilder nicht so negativ irgendwie auf meinem Schirm. Ich fand den immer schon cool, ehrlich gesagt. Ich habe auch immer so Interviews neben dem Ring gesehen, wo er ein paar Scherze und so gemacht hat. Also, ich finde ihn auch unterhaltsam. Ich finde ihn auch sympathisch. Genauso wie Tyson Fury finde ich auch unterhaltsam. Ich habe nichts gegen den, aber ich habe auch mitgekriegt, dass er in Amerika halt nicht so die Plattform von Anfang an gekriegt hat, um sich zu präsentieren, was vielleicht am Anfang noch verständlich war, aber jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, irgendwas haben die gegen den. Vielleicht mögen die seine Ausstrahlung nicht. Ich finde es cool auch, dass er mit der Maske reingeht. Ich finde auch seinen ganzen Einmarsch cool. Aber vielleicht wirkt er auf manche arrogant. Es wirkt alles so aufgesetzt. Ja, ich glaube, es wirkt vielleicht für manche. Und auch immer dieses Zuhältergehabe und so. Ich weiß ich nicht, das war. Ich finde, es passt das zu war vielleicht Amerika, in den, ich glaube, das war in den 90ern vielleicht mal cool, als das Mike Tyson gemacht hat. Ja, ich weiß gar nicht, finde ich gar nicht. So. Doch, Goldkettchen und diese Klamotten. Ach, du meinst also, den ganzen Kleidungsstil? Okay? Ja, das wird so alles so aufgesetzt. Ich meine, versteh mich bitte nicht falsch, aber der sieht halt aus wie so ein asozialer Penner, der zu Geld gekommen ist. Ja, aber ist das bei dem McGregor nicht auch so? Und der kommt doch auch ja. gut an. Ich finde, alle Basketballer sehen so aus in der NBA. Ja. Ja, aber das ist doch amerikanischer Style einfach, oder? Also keine Ahnung, ich finde das einfach American Flair, also keine Ahnung, ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde, das passt dahin so. Deswegen stelle ich euch die Frage, ja, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, also vielleicht mag ich auch andere Typen und so, vielleicht interessiert mich auch nicht, wie die sich also anziehen. Also du stehst auf Zuhälter. So. Keiner, aber so ein Neureicher, der muss doch Goldketten tragen ohne Rolex und so, das passt doch. Ich schließe dich auf Zuhälter. Deswegen also wenn, so es müssen schon goldene Schneidezähne sein. Ja. 26 Zoll Felgen auf dem Auto. 100 mindestens. Kinder von verschiedenen Frauen, so, das ist auch immer geil. Es viele ordentlich Skandale, bling, bling. Schlägereien, bling, bling. Ja, nee, ich finde, man muss es auch trennen. So, das eine ist Show und das andere ist, wie jemand privat ist. Und das Private kennt ja, man ich glaub sowieso nicht. Dass, ich glaube, deswegen sage ich ja, ich glaube, der Show ist auch privat cool. Halt auch irgendwie. Aber die Show, die er aufzieht, ist, glaube ich, nicht gut genug. Weil, wenn er sich dann eine Radiosendung sagt und er möchte irgendwie eine Leiche in seinem, in seinem Rekord Sachen, haben. Ja, manche Sachen sind. Ja, okay, grenzwertig. Ja. Und das ist jetzt vielleicht auch nochmal so eine Sache. Das ist vielleicht auch so eine Zeitgeist-Sache. Vielleicht passt das in die heutige Zeit nicht rein. Ich meine, Mike Tyson, rastet irgendwie auf der Pressekonferenz aus, droht Lennox Lewis an, seine Kinder zu fressen oder droht einem anderen an, ihn so lange zu ficken, bis er ihn liebt. Also, das ja, war vielleicht mal damals besonders, aber heute weiß ich nicht. Doch, aber Conor McGregor feiern die Amis auch und der sagt auch nur Müll. Im Moment, also, Conor McGregor ist ihre. Das ist vielleicht nochmal was anderes. Ja, aber den feiern die Amis trotzdem. Und den, der kann ich versuche nur eine Erklärung zu finden. Ich habe also, nicht gesagt, dass ich eine Antwort ich finde. Ich meine, es gibt so Gegenbeispiele. Ich glaube, manche können sich einfach mehr leisten als andere oder haben sich schon irgendwie. Aber ich finde Conor ist im Trash-Talk doch eine ganz andere Liga oder vom Showfaktor als ja, Wilder. Ja, die bewerfen der ist doch schon. Schlägereien auch. Hallo, Conor McGregor hatte Schlägereien mit dem Team von seinem Gegner. Ja, natürlich. Ich glaube, Conor McGregor hat aber auch einfach ein bisschen mehr Humor in der Nummer drin. Das ich meine, einfach sein. Mal so auf die, einfach mal auf die Pressekonferenz. Komm ans Pult gehen. Sorry that I'm late, but I don't give a fuck. Ich finde ihn auch noch deutlich eloquenter und kreativer. Für meinen schlechteren Akzent. Ja, vielleicht kommt bei Wilder dieser Humor nicht so rüber. Es kann sein, dass das so ein bisschen. Ja, er wirkt dabei einfach nur platt und arrogant. Ja, okay. Ist wahrscheinlich und wenn er gut drauf ist, sagt er nach jedem zweiten Satz Baby. Ja, vielleicht wirkt es einfach nur so aufgesetzt. Und deswegen denken wir, komm. Erzähl deine Geschichten wem anders. Wie ist der letzte Taxifahrer? Also, kann ja sein. Ja, aber findet ihr jetzt Joshua dann interessanter? Also ich weiß nicht, es ist noch langweiliger. Der ist auch mega aufgesetzt. Gar nichts sagt. Und dann so tut, als wäre er voll der Klitschko Nummer 2.0. Dabei ist das nicht. Und keine Ahnung. Also ich weiß nicht, das ist auch nicht irgendwie interessanter eigentlich so. Immer so den Perfekten zu spielen, der man eigentlich ja, du stehst ist. Ja halt auch mehr auf Zuhälter. Nein, aber nee, ich frage ja
nur, also ich mag Joshua ja auch. Ich habe nichts gegen den, aber ich mag immer nicht diese Images sind doch sowieso alle fake. Der eine ist immer Bad Boy und der andere ist immer total toll. So. Das ist, stimmt ja, ja, ja beides nicht. Stimmt ja bei ist ja bei Klitschko so. Auch Quatsch gewesen. Ist ja auch kein Mann gewesen, so, ne? Aber das ist deswegen, klar. Ich nehme nehm sowas einfach nicht so ernst, sagen wir mal so. Ich nehme dieses Getue auf beiden Seiten einfach nicht ernst. Und deswegen habe ich da nicht so diese, weiß ich nicht, Abneigung gegen irgendjemanden. Also ich habe immer gesagt, ich sehe das immer so, mir ist das völlig Latte eigentlich. Also natürlich habe ich lieber jemanden wie McGregor oder Wilder, die ein bisschen so Trash-Talk machen, ne? Show vor dem Kampf ist halt wichtig, um das ein bisschen anzuheizen, das Ganze. Klar, ist mir auch lieber. Ja, aber die Qualität von so McGregor ist doch eine ganz andere als von Wilder, wenn er die Pressekonferenzen abhält. Das ist doch so viel eloquenter und witziger. Aber eine Sache muss ich sagen, zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt so einen Tyson Fury hast, der ja Trash-Talk par excellence macht, der hat aber auch noch Humor dabei. Und, jetzt mal also, auch wenn es jetzt ein Unentschieden war, ich meine, ich erinnere nur euch nochmal an eure Prognosen, dass ihr teilweise auf Wilder gesetzt habt, weil Fury einfach zu lange raus war. Aber Fury liefert ab. Er siegt, oder? Oder sagen wir mal so, er verliert nicht. Das ist ja auch zum Beispiel, warum man... Ja, aber... Was Wilder dann immer. Ja, aber in den Augen der meisten Leute hat einfach The Fury den Kampf gewonnen. So, das ist so in der Masse. Und der einzigste Gegner, der sonst. Und das war ein Fury, der ewig raus war. Ansonsten war der einzige. Ich gebe euch völlig recht. Ich will gar nicht sagen, dass Wilder gewonnen hat. Es ging ja jetzt nur um das Image. Also ich würde du auch nicht sagen, dass du musst ja auch noch so. Nimm mal noch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also das beste Beispiel, das es gibt: Muhammad Ali. Für die damalige Zeit ja auch immer schon ein König im Trash-Talk. Allein schon diese, einfach mal jetzt mal so ein paar Reime zu bringen. Oder jetzt einfach mal mit dem Auto vor dem Trainingscamp von, wie hieß er denn jetzt nochmal gegen den... Der hässliche Bär? Genau, einfach mal so dahin, hin und her. Du hässlicher Bär. Und dann noch mit einer Jeansjacke auf der Konferenz, wo darauf steht Bärenjäger. So, erstmal so, gut, aus heutiger Sicht wirkt das harmlos, aber für die damalige Sicht war das schon komisch und auch einfach mal so richtig überpacen, aber so innerlich wissen, ich habe einen Plan und ich mache das jetzt mal ganz anders als alle anderen und da hing einfach auch diese sportliche Qualität hinter. Also hier und da kannst du schon auch Vergleiche von Fury mit Muhammad Ali ziehen, finde ich sogar, weil, ist eigentlich das beste Beispiel, Fury war ja auch der Erste, der gegen Klitschko einfach mal komplett anders geboxt hat. Der hat nie den Infight gesucht. Der ist immer um den rumgelaufen. Gelaufen, hat den ins Leere laufen lassen, hat viele Sachen ausgependelt, hat variabel geschlagen. Und da hat man gesehen, der hat das einfach wirklich vollkommen anders gemacht als jeder andere Boxer vorher. Ob das jetzt ein Pulev war, ein Hay, ein Pianeta oder so. Da, wo ja auch schon jetzt bei den genannten Boxern, da hängen ja teilweise Welten in der Klasse zwischen. Aber die haben alle versucht, in den Infight zu kommen. Und da hat Klitschko immer drauf gewartet. Und Fury hat das nicht gemacht. Und der hat den damit vorgeführt. Muhammad Ali hat das auch gemacht. Die ganzen Boxer der 60er Jahre, was haben die gemacht? Die sind immer aufeinander losgegangen. Was hat Ali gemacht? Der ist um die rumgedüst. Der hat die Geschwindigkeit eines Weltergewichters gehabt. Und weil die ganzen Boxer da auf sowas gar nicht ausgerichtet waren, konnte er auch auf Jahre damit auch Erfolg haben. So, und damit konnte der auch diesen Trash-Talk machen, weil der halt auch wusste dadurch, ich werde abliefern. Also kann ich es mir auch erlauben. Und hinzu kommt auch noch, das hat ihm ja auch mal in den 50ern ein Wrestler gesagt, der irgendwie auch immer in absolut arroganter Pose in den Ring gekommen ist, heizt die Leute so an, dass sie dich hassen. Wenn sie dich nämlich verlieren sehen wollen, kommen sie nämlich umso mehr. Das ist ja wie bei Mayweather. Ja. So ein bisschen. Ja, wie Mayweather hat ja auch gesagt, ob sie mich jetzt mögen oder nicht, sie wollen mich verlieren sehen und sie bezahlen. Ja. Nö, wir haben ja nicht. Ich habe gar nichts gegen Tyson Fury. Ich finde den auch cool. Also, darum geht's ja gar nicht. Der hat halt ein anderes Image wieder als Wilder, aber ich finde beide gut. Also... Okay, also für mich... Ja komm, aber er hat vor allem auch Humor. Sein. Er kann also sagen wir, auch einen Trash-Talk so ein bisschen mit einem Augenzwinkern rüberbringen. Erinnere dich doch mal an diese Pressekonferenz zu dem angesetzten zweiten Kampf gegen Klitschko, wie der da das Hemd aussieht und seine Pocke in die Kamera hält und zu dem gesagt hat, ja, ich versuche mal jetzt seinen Akzent zu... Shame on you, you lost to the fat man.
Oder als Batman da in die Pressekonferenz kam oder sowas. Aber ich meine, er hat auch kritische politische Äußerungen gebracht, die man kritisieren kann gegen Schwule und so. Also da kann man sich das auch. Das hat Manny Pacquiao ja auch gemacht. Ja, aber ich meine, so, wenn man jemanden irgendwie kritisieren will, kannst du jeden irgendwie kritisieren. Außer der sagt halt nichts, so kaum was und präsentiert seine Meinung nicht. Aber ich meine, so kritisch muss man jetzt auch nicht sein. Ich finde, die sind beide unterhalsam und das zählt und sind beide. Klar, Tyson Fury in England ist natürlich viel größer als Wilder in Amerika. So. Aber vielleicht ändert sich das noch, vielleicht nicht. Man wird sehen. So. Also. Ja, ich finde es halt zumindest, sagen wir mal so, dass jemand Kritik abbekommt, alles gut. Kann man natürlich Klitschko kritisieren, Fury kritisieren, Wilder kritisieren. Jeden, habt ihr vollkommen recht. Aber ich finde es schon krass. Und das, was ich bedenklich finde, ist eben, dass Wilder nicht mal eine Halle gegen Ortiz vollkriegt. So, das finde ich halt, dass das beschämt und das verstehe ich nicht. Ne? Also natürlich kann man jemanden hassen und gerade eben, wurde ja auch jedem Channel gesagt, wenn du den hast, dann gehst du trotzdem hin und guckst, weil du halt hoffst, dass er aufs Maul kriegt. Und trotzdem hat er Schwierigkeiten, eine verdammte Halle gegen Ortiz vollzubekommen. Und da frage ich mich, warum? What the fuck? Was ist da los? Warum ist das Interesse an dem einfach so gering? Den kennt ja auch kaum jemand. Wenn du auf die Straße gehst, haben dir doch mal Spaß gemacht. Da gab es doch so ein Interview. Wer ist der Anthony Wilder? Kennt ihr den? Ja, haben wir mal gehört, so vielleicht oder nö. Wer ist das? Ja. Den kennst du kaum sogar in Amerika. Das hört sich blöd an. Da gibt es bei YouTube, müsst ihr gucken. Das, auf der Straße ein Interview mal gemacht mit Leuten, die einfach befragt. Nee, keine Ahnung. Das ist vielleicht liegt es aber auch noch Sportler, mit da dran. Ja. Was ich mir auch noch erklären kann, ist halt, dass durch die Klitschkos das Schwergewicht in den USA halt auch ziemlich kaputt war. Ja, das, okay, kann, das stimmt. Das kann ja, weil jahrelang kein Champ gab, ne? Ja, ich glaube, dadurch ist. Ja, das ist eigentlich sogar eine sehr gute Erklärung. Also, ich weiß nicht, ob das stimmt ist, aber. Oder sagen wir mal, wie meine Antwort heute schon so oft, es ist ein Teil von vielen Teilen. Überleg mal, du hast eigentlich von, wenn du jetzt mal Schmeling in den 30ern und Johansson in den 50ern rausnimmst, in einer Tour immer einen amerikanischen Weltmeister gehabt, bis 2006, glaube ich, oder? Ja. Kommt ungefähr. Das kann schon sein. Vielleicht mit 2005 oder 2006 hat doch, wie hieß der nochmal, der den Klitschko auch geschlagen hatte? Der war ein Boxer, der gar nicht so groß war. Lemon Brewster, ja. Lemon Brewster, der war ja der letzte. Wobei, dem kannst du eigentlich auch nicht ganz zählen, weil der WBO-Weltmeister war. WBO war ja da auch noch nicht ganz so groß, wie das heute ist. Ich sag mal, dadurch hat man ja damals auch dann viel kompensiert, durch, dass man dann auch mal sich mehr auf so Leute wie einen Mayweather konzentriert hat, der oder einen Oscar de la Hoya oder sowas. Die ja eigentlich alle aus kleineren Klassen kamen. Klar, natürlich gab es immer noch eine Lobby für, immer schon eine Lobby für Weltergewichtler, Mittelgewichtler etc., aber der König der Könige war immer der Schwergewichtschamp. Glaub halt einfach, weil da einfach nichts gegenzusetzen war. Und man sagt, okay, wir brauchen aber trotzdem jetzt in irgendeiner Form einen Quotenbringer. Dann hat man halt darauf gesetzt und die Leistungsdichte in diesen 60-Kilo-Klassen, die war ja immer hoch gewesen. Und da kam ja dann immer noch irgendwas Neues nach, sodass man wahrscheinlich gar nicht mehr auf Schwergewicht setzen musste. Ja gut, aber ich sag mal so, das grundsätzliche Boxinteresse in Amerika ist ja noch da. Natürlich ist er auf die unteren Klassen bezogen dann, ne? So, wo die ja, halt, aber es hat doch schon nachgelassen, wenn du, oder? Wenn du dann wieder mal einen hast, nach so langer Zeit, nach 15 Jahren ohne Champion, wenn du dann mal wieder jemanden hast, der Champ ist, da muss doch das Interesse da sein, gerade wenn das doch jemand ist, der auch durchaus attraktiv boxt, der da auch wirklich viele K.O.s erzielt und so. Da ja, muss aber gegen was für Leute? Also der hat doch 35 Mal Schrott geboxt. Ich habe vergessen, wann hat der angefangen mit Profiboxen und wie oft ist der dann auf irgendwelchen kleinen Ringveranstaltungen gewesen und hat dann halt da Laufkundschaft weggehauen. Der ist ja, hat angefangen zu boxen als Klitschko ja, am Anfang seiner absoluten, seiner Dominanz war, und der hat dann da jahrelang, der hat ja 7 Jahre lang Aufbaugegner geboxt. Das ja. 7 Jahre. Genau, das ist auch alles okay, da kann man auch verstehen. Ach, dass er nicht, ne? Bitte. Alles also gut. Wenn du was auf dich hältst, boxst du nicht 7 Jahre lang Taxifahrer.
Ja gut, das ist das Management. Die war ja auch wirklich am Anfang, war auch wirklich sehr grobmotorisch. Da muss man ja auch sagen, das war auch wirklich, das war einfach nur Wüsteschlägerei. Einfach nach vorne und dann irgendwelche wilden Schwinger bringen. Das war ja auch nichts. Aber mittlerweile haben sie eben gute Gegner vor die Fäuste gesetzt, weil die davon überzeugt sind, naja, dass sie die schlagen kann. Das hat er gegen Ortiz gezeigt. Ein absoluter Top-Mann im Schwergewicht. Und auch Fury gehört zu den Besten. Der hat Klitschko lächerlich gemacht. Und gegen Wilder hat er sich schwer getan, war zweimal gefloort. Ne? Und in der 12. Runde ganz knapp davor, ausgenockt zu sein. Und es war eng. So, dann muss der Wilder was können. Wenn du einen Ortiz ausnockst und nach Punkte ungefähr gleich stehst und auch gegen Fury am Ende einen Draw hast oder zumindest ne, zweimal gefloort hast, da kannst ja, du ja, aber sorry, aber Ortiz ist ein 39-jähriger Mann, der davor gegen Alex Scott sich über die Runden gequält hat in Monaco. Da kann ich auch sagen, Fury hat einen alten Klitschko geschlagen, der war halt auch schon durch, so fertig. War auch schon alt und verbraucht. Ja klar, war der alt und verbraucht. Das kann man sich natürlich so hinreden, wie man möchte. Ja, eben. Das kann man immer. Nein, aber du musst doch mal. Sorry, aber du musst doch die öffentliche Wahrnehmung mal sehen. Also, das ist doch lächerlich. Also, Wilder hat. Sorry, aber der hat da 35 Mal Schrott geboxt, sagen wir mal so. Na, ungefähr. Schrott, das ist auch ein Washington-Ball gewesen. Oder ein Erik Molina, ja, oder ich weiß. Oder irgendwelche Leute. Die sind doch nicht schlecht. Da war kein Wachball. Ja, du Haupass halt, ne? War es, glaube ich, ja. Ja, sagen mal, ich meine, okay, Wilder hat 40 unglaublich starke Gegner geboxt, hat eine unglaubliche Karriere bis jetzt und keiner seiner Gegner war irgendwie nur sportlich fragwürdig. Also das ist vollkommen fragwürdig, warum der nicht den Fame erfährt, den er verdient, ne? Das ist. Wilder hat für seine ersten 30 Kämpfe, muss man sagen, ja genau. Eine sehr lange Aufbauphase gehabt, sagen wir mal so. Die war bei Vladimir Jahre Klitschko Aufbauphase. Oder bei Vitali machen. Klitschko aber auch nicht besser. Kann man auch sagen. Guck, bei Vitali Klitschko war sie besser, bei Wladimir Klitschko kannst du es vielleicht anführen. Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, der hat aber auch einfach einen sehr hohen Kampftonus auch gehabt am Anfang. Ja, der Wilder hat auch fast jede Woche geboxt. Musst du mal gucken. Ja gut, sag mal, auch Mike Tyson hat am Anfang Schrott geboxt. Das hat jeder, wenn du jetzt nicht gerade... aber... Zusammenfassend kannst du doch sagen, Wilder hat zwei ernstzunehmende Gegner geboxt. Der eine war der 39-jährige Ortiz, der sich gegen Scott über die Punkte gequält hat und echt nicht mehr gut aussah. 120, 108 geboxt und jede Runde ganz klar. Ja, aber es war verdammter Malik Scott als Gegner. Survival-Modus war und nichts gemacht hat, ja, und einfach nur hinter der Doppeldeckung gestanden ist. Ja, aber er sah doch nicht toll aus. Das ist doch nicht... Muss er auch nicht toll aussehen. Meine ich... pass auf, grundsätzlich. Ich habe keine Fanbrille. Ich habe nichts gegen einen dieser Boxer. Ich versuche nur, das zu erklären, warum das so sein könnte, dass sie in der Wahrnehmung nicht so erfolgreich sind. Du brauchst nicht gegen mich argumentieren. Nein, nein, absolut. Ich versuche nur Gegenargumente zu bringen, um das... Ja, aber lass mich doch ausreden. Das ist doch scheiße. Nein, du hast ja gesagt... Ja, dann rede das, alles klar. Dann halte ich mich raus, Leute. Er hat einen schlechten Aufbau gehabt, da wollte ich ja nur gegenreden, weil ich sag mal so, 30 Menschen am Anfang, die schlecht waren, ist okay. Aber du kannst doch nicht sagen, dass ein... Ist okay, da sind meistens Spilker, schon viele auf ihrer Prime und treten wieder ab nach 30 Kämpfen. Steve Verne war dann Weltmeister, der war nur mal Weltmeister, was soll er machen? Ist halt nur mal ein Weltmeister gewesen. Kann er auch nicht ändern, dass er Weltmeister war. So, den hat er dann halt geschlagen, ganz klar, hat keine Runde abgegeben. So, und das ist auch ein solider Mann. Ja, aber wer interessiert sich für Bermane? Steve Verne? Das ist ein besserer Journeyman. Die soll sich auch nicht für ihn interessieren, sondern für den D&T, für den neuen Superstar. Ja, aber doch nicht mit solchen Gegnern. Ja, aber es war doch nun mal kein anderer da. Es ist doch nun mal Steve Verne. Der Steve Verne war zu dem Zeitpunkt mit seinem WBC-Titel so viel wert wie ja, jeder zweitklassige WBA-Weltmeister. Ja, aber was kann denn der D&T dafür, dass der Weltmeister war? Er kann doch nichts dafür. Was man da ihm nein, aber hätte, das sagt doch auch niemand, Immanuel. Wenn der Klitschko es denn gewollt hätte, ja, weiß man ja nicht. Ne? Wahrscheinlich eh nicht. Weil ihm halt keiner kannte und er kein Geld bringt und trotzdem gefährlich ist. Das ist ja auch eine andere Sache. Der Wilder wird bald 34 Jahre alt. Hat in seiner Karriere zwei ernstzunehmende Gegner geboxt. Einmal den, wie gesagt, 39-jährigen Ortiz. Fünf? Hat er 80 ernstzunehmende Gegner geboxt. Aber sagen wir mal, gehen wir auf die letzten ein. 980 ernstzunehmende Gegner, sagen wir so. Aber Ortiz ist ein 39-jähriger Mann, der sich in Monaco gegen Malik Scott gequält hat und auch nicht besonders toll aussah. Und Fury ist ewig raus gewesen und hat und in den Augen der Leute hat Fury den Kampf gewonnen. Der hat 7 Jahre Aufbauphase und nahezu nur Schrott geboxt. Gegen Ortiz, der 39 Jahre alt war und die nicht tollen Kämpfe vorher hatte.
Wo alle vorher gesagt haben, dass Ortiz den locker wegmacht, ja. Ja, aber du musst ja, das ist die öffentliche Wahrnehmung. Das ist nun mal auch irgendwo ein Teil der Realität. Und deswegen verdient er einfach auch noch nicht den Fame, den er vielleicht verdient hat, ich weiß es nicht, aber das muss man ja auch mal sehen, so, ne? Plus die noch eben genannten Sachen wie halt dieses aufgesetzte Gehabe. Ja, und seine Frau schlagen und so ein Scheiß halt, ne? Also das kommt halt nicht gut an. Muss man allerdings sagen. Auch wenn du auf Trash Talk und sowas stehst, aber die Frau vermöbeln kommt nicht gut. Das kam auch nicht bei Mayweather gut. Aber bei Holyfield zum Beispiel war das kein Problem. Der hat nämlich wegen häuslicher Gewalt hat sie sich getrennt und ist deswegen in die Schulden geraten, weil er die Hälfte des Vermögens abgeben musste. Und aber Evander erfährt jetzt auch nicht mehr allzu viel Fame aufgrund seines Doping, seines Pleite und ja. 15 Jahre her oder so mit dem. Das ist aber, das hat ihn jetzt damals auch nicht geschadet. So, ne? Ist halt schwierig, ne? Wir müssen uns auch nicht streiten. Auf jeden Fall weiß man, dass wenn Wilder gegen Joshua irgendwie einen Kampf kriegen würde und da gut aussieht, dann hätte er auf jeden Fall seinen Fame, denken wir mal. Oder ja, oder Tyson Fury locker besiegen würde, keine Ahnung. Er braucht ja, aber das tut er ja nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, aber er braucht halt noch ein paar größere Kämpfe und die kann er ja auch machen. Ist ja nicht so, dass es nicht ausgeschlossen ist. Er braucht die halt vielleicht noch, damit er ein Superstar wird. Keine Ahnung. Ja, so ist es. Genau, das Problem ist halt, wenn du schon mit einer sehr skeptischen Betrachtung irgendwo reinrückst, dann wird dir jede Kleinigkeit auch negativ ausgelegt. Aber wenn du jemand bist, sag ich mal, der ja, von Anfang an so ein bisschen so ne, gehänselt, nicht gehänselt, das Gegenteil von gehänselt, also ein bisschen so gepusht wirst so von den Leuten, die sehen sich, oh, das ist ein sympathischer Kerl, auch sehr nett und so. Und dann verzeiht man dem auch einen Fehler mal mehr. Aber klar, bei Wilder, der ist von vornherein immer, haben sie alle gesagt, ja, der hat ja nur Noobs geboxt, der kann doch nichts, das ist doch einfach nur ein Schaumschläger, der macht doch nur Noobs weg. So. Ja, aber ist ja, ja auch klar, nicht unbedingt grundlos. Und ist, ne? Und ist ein arroganter Vollidiot, der seine Frau schlägt. So, natürlich. So, ja, natürlich, Goldkettchen und so, bla bla bla. Dann betrachtet man diesen Menschen natürlich immer sehr kritisch und jede Kleinigkeit, die er in Anführungszeichen falsch macht, wird ihm natürlich auch wie ein Elefant dann ausgelegt. Ach, jetzt wieder, guck mal. Jetzt hat er gegen Fury, da hat er doch klar verloren und so. Das war doch ganz klar. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin neutral. Ich habe das Ding total eng gesehen. Und hatte Wilder da sogar, wie ich sag, als Champion. Du guckst Wilder sehr gerne, du bist nicht neutral. Ich guck ihn gerne, aber ich betrachte immer, auch meine eigene Leistung, wenn ich selbst streame oder so, immer sehr negativ. Auch mein, gerade auch was Leverkusen betrifft. Bei Leverkusen, wie oft mache ich die schlecht? Ich bin aber Fan von denen. Aber ich mache sie trotzdem schlecht. Ich bin nicht verblendet, ich gucke nicht durch die Brille. Ich sehe eine ganz neutrale Sache. Und gerade Sachen, die ich liebe, kritisiere ich sehr hart, weil ich immer hoffe, dass es dadurch noch besser werden kann. Also ich bin da absolut nicht durch die Fanbrille beeinflusst oder so. Ich sehe wirklich das ziemlich neutral. Aber ja gut, wie gesagt, man kann ja auch alles anders sehen. Da gehört der Sport ja auch dazu. Andere sind von dem Fan, andere von dem. Und naja, gut, am Ende des Tages braucht Wilder anscheinend einfach nur noch ein paar Kämpfe. Ein paar gute Kämpfe. Lass uns doch einfach abschließend sagen. You know, Mike Tyson once beat up his wife. But there's nothing funny about that. Na, was war das? Hat sich lustig angehört. Family Guy. Ah, okay, stimmt, ja. Könnte ich mir auch jedes Mal wieder anhören. You know, Mike Tyson once beat up his wife. But there's nothing funny about that. Naja, lassen wir mal weitergehen im Text. Jo. Was haben wir noch an News, Samira? Was haben wir noch? So, ich muss mich gerade korrigieren. Ich habe wirklich den Kampf zwischen Wilder und Fury 113-113 gepunktet, nur mal so zur Korrektur, dass ich dachte, dass das ein Fury vorne liegt, aber gefühlt wahrscheinlich doch ein bisschen. Wir hatten eine Runde vorne, Wilder. Ja. Also ich habe wirklich Gleichstand. Gott, wir sind jetzt von Abraham da hingekommen. Was kam? Ja, ist doch schön, haben wir eine kleine Welttour gemacht, ne? Ja, wir sind einmal um die Welt. Und ja, jetzt kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Und zwar war Jürgen Bremer auch in Berlin. Und er hatte auch, ich glaube, es war letzte Woche auf Facebook, was publiziert, dass er irgendwie gerne gegen Robin Krasnicki von SES boxen würde. Und oh nein, nicht schon wieder. Nee, bitte nicht. Der Herausforderer?
Ja, irgendwie soll, ja, er meinte, hat er irgendwie keine Antwort mehr bekommen. Er würde es nicht wollen. Er natürlich wollen die das noch. Nicht. Die ja, wollen nicht, dass Robin Krasicki verliert. Hoffentlich bekommt er auch keine. Und ja, aber in Berlin hat er noch gesagt, dass irgendwie er demnächst bald wieder im Ring stehen wird. Noch nicht genau gegen wen, aber sein Lieblingsgegner für die Zukunft wäre auf jeden Fall Callum Smith. Also er möchte wieder aktiv sein, boxen. Er weiß halt, glaube ich, noch nicht so genau gegen wen. Ja, aber der ist jetzt ja 40. Ach, so gern ich den ja eigentlich mag. Aber gegen wen? Also das wird auch jetzt schwierig. Ja, aber weil, ja, so, wer will doch auch niemand sehen? Wer will Haxi Krasnicki, Robin Krasnicki verlieren sehen gegen Bremer? Ich meine, der alte Krasnicki ist vom alten Abraham ausgeboxt worden. Ja. Wer denkt denn, dass der gegen Bremer gewinnen kann? Das niemand. Hatten wir doch schon mal, den Kampf gab's doch schon mal. Das war doch schon lächerlich genug. Den Kampf gab's doch. Krasnicki. Soll der gegen Bremers Vater gewinnen? Das wäre vielleicht spannend, aber ja, das ist doch Boxen. Aber das ist doch Quatsch. Ja, natürlich ist es Quatsch. Krasnicki verliert alles gegen irgendwie bessere Leute. Hat Krasnicki schon mal gegen Bremer geboxt? Nee. Ja, im Halbschwergewicht. Ja, okay. Hat aufgegeben dann. Ja, hat aufgegeben. Ah, ja, stimmt. Der hatte doch auch diesen fiesen Cut an der Lippe gehabt. Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum überhaupt Interesse besteht, es nochmal zu machen. Ja, natürlich besteht. Wie gesagt, weil er wahrscheinlich Pflichtherausforderer ist. Ja, weil es easy ist. Es ist halt ein leichtes Geld, leichter Sieg, ne? Da könnte man bessere Kämpfe. Wir haben ja auch noch Tyron Zeuge, den man nicht vergessen darf in der Gewichtsklasse. Vielleicht könnte man da noch irgendwas. Also natürlich nicht mit Jürgen Bremer, aber Feigenbutz haben wir noch. Arthur Abraham haben wir noch in der Gewichtsklasse. Keine Ahnung. Also vielleicht. Ich will den Jürgen ja auch nicht zu nahe treten, aber wie gesagt, es ist halt schon sehr, sehr auffällig, dass immer, gerade wenn es da mal um einen größeren Kampf geht, kommt er nicht zustande oder wird dann abgesagt oder wie auch immer. Ne? Und ja, und jetzt hat er halt keinen Boxstall mehr, niemand, der ihn in den Kopf arrangiert. Dann boxt er lieber gegen Krasnicki oder so. Ja, das ist schade für ihn wirklich oder schade um ihn. Ich hätte ihn gerne mal gegen größere Leute geboxt. Ja, ich finde auch, es gibt nur einen logischen Kampf, das wäre Callum Smith. Da ist doch was klarzustellen, ne? Das ist dann nicht zustande gekommen. Durch eine Grippe, wo er dann aber trotzdem im Stadion war gegen Hamburg. Keine Ahnung. Ja, aber das waren doch dann die Vertragsschwierigkeiten, oder? Das war doch mit Sauerland dann dieser Streit. War das nicht da in der Zeit? Nee, wurde wegen einer Grippe abgesagt, das Duell. Ja, offiziell. Okay. Ja, aber er war dann auch der, genau, hat dann ein Interview in der Halbzeit gegeben und so. Das war alles sehr, sehr skurril und so. Und ja, wie gesagt, es gibt, denke ich, nur einen Kampf, der interessant wäre gegen Smith, der wäre nachzuholen. Alles andere, klar, könnte man machen, aber ist halt sportlich auch wieder sehr skeptisch anzusehen. Also gegen Feigenbutz würde ich mir auch angucken, also ist jetzt nicht ja, so aber das ist doch ein Schooling, das ist doch böse, das ist doch fast schon... gegen jemanden, der knackige Hände schlagen kann und gegen jemanden, der keine Deckung hat. Wahnsinn, ja. Deswegen ist der Bremer auch schon so auf K.O. gegangen. Nein, ach, das sind alles so. Klar, ich würde es auch gucken und ich würde es liebend gern sehen, wie der Bremer ihn schön ausnockt, den Feigenbutz. Da hätte ich richtig Spaß dran, das zu gucken. Ne? Aber das ist ja sportlich gesehen einfach nur. Oh, also grausam. Ich bin ganz ehrlich, ich will jetzt keinem zu nahe treten oder so, aber ich glaube, wenn Bremer gegen Arthur Abraham einen 6-Runden-Kampf machen würde, danach 6 Runden gegen Feigenbutz und dann danach 6 Runden. Gegen Robin Krasnicki. An einer Veranstaltung, an einem Abend, diese 18 Runden, alle 3 wird er gewinnen. Ja, es ist einfach so. Es ist traurig, aber es ist so. Und deswegen, das will auch niemand. Ja, natürlich, also gucken würde ich es, aber. Er soll bitte noch gegen einen anständigen Mann boxen. Bitte. Gegen einen. Smith, ja, wenn es sein Traumgegner ist, bitte. Ja, er will es ja anscheinend auch. Also, er hat es gesagt. Wenn's so, ja, wenn er es sagt und auch so meint, dann cool. Also, ich, wie gesagt, ich wäre dafür und würde mich freuen. Weil ich war damals der Überzeugung, dass er den hätte schlagen können. Aber ja, gut, das ist eine andere Sache wieder, ne? Der ist cool, der Bremer Mann. Der soll so einen Kampf nochmal machen. Ja, auf jeden Fall. Kann er ja. Zum Abschluss seiner Karriere. Jetzt hat er auch nicht mehr viel zu verlieren. Der kann dann einmal Geld verdienen und meine Güte, ne? Wenn er verliert, dann ist es halt so. Dann kannst du ja trotzdem aufhören. Jetzt kannst du es doch riskieren. Gibt nichts mehr zu verlieren. Let's go, Jürgen. Tu es. Ja. Aber nicht gegen Robin Krasnicki. Nee, aber dann hätte er wenigstens nochmal einen Europameisterschaftstitel. Das wäre ja immerhin etwas. Klar. Und ein relativ leichtes, leichten Sieg dann. Aber wenn du mal Weltmeister warst, dann sind die Ziele ja auch immer weiterhin Weltmeister zu sein, oder? Muss er ja noch haben, den Anspruch. Wenn ja, aber das sind so Ansprüche wie zu Universumzeiten, wo ja irgendwie jeder irgendwie Weltmeister war. Ja, gut.
Ja, schwierig. Es ist halt bescheuert. Sag mal, was ist ein Weltmeisterschaftstitel wert, wenn es noch drei andere gibt? Wie viel hat denn der Smith? So viel, ne? Wie viel hat denn der Smith? Nur einen. Ja. Hat er nur einen? Echt? Er hat, ja, er hat den Super WBA. Aber es ist halt der Trophy-Sieger, so, ne? Diamond, Super. Ja, der Diamond, das ist auch nur so ein tünnes Titel. Ja. Klar, aber der Kampf wäre geil, der Kampf wäre geil. Also gegen Callum Smith wäre schon Hammer. Und er hat jetzt halt die Trophäe noch, der Smith. Das heißt, also damals wäre es nur ein Halbfinale gewesen. Jetzt hätte er den Finalsieger, würde er besiegen oder facen. Das würde eine Niederlage in ein besseres Licht rücken und auch gleichzeitig einen Sieg viel mehr vergolden als ein Halbfinalsieg. Ne? Also ja, also für Jürgen muss es interessant sein. Das Geld wird es bestimmt auch ein bisschen was geben. Wenn ich allzu viel wie, ich glaube, im Halbfinale hat er auf 2,5 Millionen verzichtet, habe ich gelesen. Kampfbörse. Das ist echt viel, hätte ich nicht gedacht. Und ja, das wird er natürlich jetzt bestimmt nicht kriegen. Ne? Klar, aber schon mehr als gegen Robin Krasnitschi, schätze ich mal. Ja, und er müsste wahrscheinlich nach England gehen, ne? Also, und Deutschland wird er das wahrscheinlich nicht hingehen. Und jetzt mit dem Brexit wird das natürlich ein bisschen schwierig, nur durch die Zollkontrollen. Ja. Und dann... Du musst das nicht beeilen. Das stimmt, ja. Oder, ja, der ist ja auch vorbestraft. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Ja, okay. Wenn du vorbestraft bist, hast du ja auch Schwierigkeiten, in die USA reinzukommen. Mhm. Oh, in England, ja, okay, mal alles sehen. Und England könnte dann auch schon schwierig werden. Probleme, die sich da noch auftun. Oh Mann. Dann auch ohne großen Promoter im Hintergrund. Das ist schon schwierig vielleicht, ja. Ja, dann ist das wieder weit in Ferne gerückt, so ein Kampf, ne? Klar. Ja, ist sehr schade. Wie gesagt, seine Karriere ist wirklich, das ist sehr traurig. Ich hätte es gerne gesehen, dass er da... Da sind eine Menge vertane Chancen bei. Ach, die ganze Karriere ist vertan. Klar, Knastaufenthalt und so viele gute Matchmakings, die man hätte machen können. Mann, Mann. Naja gut, ich sag mal so für die Person Bremer, es ist okay, er hat... nicht die besten Leute geboxt, um es nett auszudrücken. Da hat Wilder ja mittlerweile schon mehr als vorzuweisen. Ne? Ja. ja, den aber kannst du dir jetzt nicht verkneifen. Ne? Er hat aber trotzdem ganz gut Geld damit verdient. So freuen wir uns darüber halt. Ne? Also da, ich denke, finanziell. Ja, und so wie ich das mitbekommen habe, ist er ja auch, sagen wir mal so, er hat gut Geld verdient und er ist jetzt auch nicht auf Geld angewiesen, wie ich das so mitbekommen habe. Er macht ja wohl auch, glaube ich, Sachen mit Immobilien und sowas. Hat ja auch, glaube ich, eine Schweißerausbildung. Also, ich hoffe, nicht so erfolgreich wie Henry Maske mit den Immobilien, ne? Oder Günther Jauch war das? Irgendwann war das, dürfte der im Immobilien total abgekackt ist. Nee, Quatsch, Hey war das doch. David Hey, genau, der hat doch in Immobilien investiert. Aber Günther Jauch auch. Henry Maske ist doch mit McDonald's-Franchising. Nee, das war Günther Jauch und David Hey, genau, die beiden. Die sind mit Immobilien total flöten gegangen, so, genau. Hayes pleite. Ach, echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, kannst du mal googeln. David Hey mit Immobilien. Ja, der hat da, deswegen hat er die Dinge auch mit King Bello noch gemacht, da mit halbtoten Beinen und sowas. Ja, der es nötig hätte. Könnt ihr nachgoogeln, ja. Ja, und Günther Jauch auch, der hat auch sein halbes Vermögen da irgendwie in den Osten investiert, so, und das ist alles flöten gegangen, ja. Ja gut, das haben ja viele. Hier Tanja Schumann, die man vielleicht noch von RTL Samstag nachkennt, die ist ja auch aus dem Grund, glaube ich, in den Dschungel gegangen, weil sie einfach komplett abgebrannt war. Yep. Ja, klar, deswegen, das hat nicht immer viel zu sagen. Aber ich sag mal so, trotzdem hat er gutes Geld verdient und ich denke auch, ich glaube, wenn du so Immobilien im Osten investierst, dann, ja, es gibt, glaube ich, Gründe, warum jetzt, sag mal, irgendwo in Bautzen auf dem Land ein Grundstück halt nur ein paar Euro kostet und halt in Dresden nicht. Mhm. Das ist ja auch, wenn du jetzt, ob du jetzt ein Grundstück im Sauerland kaufst oder in Düsseldorf. Da liegen schon Beträge zwischen den Wertigkeiten. Ja. Kann man sich auch mal verspekulieren. Wurde es, ja. Das verspekuliert. Ja gut, ist immer schwierig mit Geld, ne? Wenn du da die falschen Berater hast und so, dann solltest du lieber selber ein bisschen Ahnung haben. Aber tja, ist manchmal nicht so einfach. Wieso? Günther Jauch ist doch, das ist doch so ein Allround-Spezialist. Ja. Wollte ich gerade sagen, aber anscheinend dann. Die Leute lieben ihn, er macht Werbung für Glücksspiele und Alkohol, aber die Leute, die lieben ihn. Ich weiß nicht warum, aber. Komisch, ne? Es ist so. Ja, es ist. Wenn das der Leonti machen würde, ne? Ja. Das ist zum Beispiel erstaunlicherweise so ein Ding, das ist komplett unverändert und es läuft immer noch. Ja. Nein, ich kann diese Begeisterung für manche Leute nicht verstehen. Warum finden die Deutschen so jemanden wie Günther Jauch total toll oder Dieter Bohlen? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ja, aber ich finde es hart, dass du Dieter Bohlen dass du die beiden vergleichst.
Ja, aber der ist doch wenigstens erfolgreich, der Dieter Bohlen. Der hat viele Hits geschrieben und alles die Mögliche. Die klingen zwar alle gleich, aber... Ja, aber Günther Jauch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann. Dieter Bohlen, all dem seine Hits, die der jetzt für seine Blue System Sachen gemacht hat oder für seine ganzen DSDS, die haben alle mal den gleichen Takt. Achte mal drauf, hör mal genau hin. Ja, aber das ist halt so Trash-Pop-Musik. Das ist halt. Das ist halt so Dudelfunk-Radio-Musik, die weiß ich nicht. Ist mir auch ein Rätsel, warum sich jemand sowas kauft. Überhaupt, aber die Leute sind so. Die alten Leute stehen halt drauf, keine Ahnung. Es gibt ja, was heißt denn die alten Leute? Wir sind ja jetzt auch nicht mehr so jung. Ja, ältere halt, die 80-Jährigen. Weiß ich nicht, wer kauft denn Dieter Bohlens Platten? Also ich nicht. Ja, aber anscheinend gibt es immer noch genügend Leute, dass jetzt so, dass das Fernsehen ja an so Sachen wie Deutschland sucht den Superstar oder Supertalent und so einen Kack immer noch festhält. Ja, deswegen guckt es ja keiner mehr. Oder die Quoten gehen ja, glaube ich, auch immer stetig. Die gehen alle runter, ne? Weil es einfach nicht mehr dem Zeitgeist entspricht. Am Anfang hast du vielleicht noch wirklich gesagt, komm, wir machen jetzt, das hat vielleicht noch was. So ein Alexander Klaas, der hat ja in irgendeiner Form noch eine Karriere gehabt. Aber danach war das doch alles nur noch auf Trash und Dschungelcamp ausgelegt. Ja. Ja, aber ein Zeitgeist, der ändert sich. Und an manchen Sachen halten sie fest. An manchen Sachen haben sie halt gemerkt, es funktioniert nicht mehr. Obwohl es eigentlich gut war. Ich habe letztens nochmal bei YouTube alte Folgen von Harald Schmidt gesehen aus den 2000er Jahren. Boah, ich hatte Tränen in den Augen gehabt. Also, A, weil ich den Brüllen komisch fand. Also, ich fand die damalige Zeit von Harald Schmidt mit Manuel Andrack, die fand ich legendär. Aber auch an Trauer, weil ich halt weiß, das gibt's halt nicht mehr. Aber man muss auch sagen, das funktioniert auch heute einfach nicht mehr. So eine tägliche Late Night. Und auch Harald Schmidt mit seinem Humor, der würde heute an jeder Ecke anecken, weil sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt. Und mit der Political Correctness ist das ja auch so eine Sache. Deswegen, das entspricht halt nicht mehr dem Zeitgeist. Und deswegen ist er ja auch abgesetzt worden irgendwann. Ja. Obwohl ich den immer geil fand. Ja, viele, glaube ich, insgesamt. Ich glaube, insgesamt ist es schwierig, im Fernsehen noch sehr erfolgreich zu sein, weil die Konkurrenz einfach so groß wird. Die Konkurrenz ist, weiß ich nicht, ob die groß ist. Die Konkurrenz ist künstlich aufgebläht. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, als ich damals meine erste Wohnung gezogen bin, ich hatte ein TV-Anschluss, Kombipaket mit Internet und Festnetz bei der Telekom gehabt. Und die hatten mir damals ein Angebot, war wirklich günstig, war irgendwie für 15 Euro oder so im Monat mehr, so die ganzen Digitalkanäle noch zusätzlich mit. Dann hatten wir das Gleiche, ich weiß das Angebot auch noch, das hatten wir auch. Ja. So. Aber Fernsehen ist doch total tot, das Fernsehen hat doch Rechte an gar nichts mehr, die Sender. Das ist ja vor über 10 Jahren. Das war gut. Da war doch wohl über 10 Jahren gewesen, da hast du dann diese ganzen Digitalkanäle, weißt du was, wie Animal Planet, Discovery Channel. Dann hast du durchgesetzt, oh cool, das hast du dann aber eins weiter, so und irgendwann hast du es dann nicht mehr geguckt. So, dann hast du eine Auswahl zwischen 100 TV-Sendern, wo lineares Programm läuft. Brauchst du das? Nein. Im Endeffekt müsstest du eigentlich müsstest du jetzt einfach mal 80, von 100 Sendern 80 einstampfen und ich sag mal Content bündeln, damit du in irgendeiner Form noch eine Daseinsberechtigung hast und halt auch einfach mal Kompetenzen auch vielleicht mal abgeben und nicht versuchen, einfach mal alles abzudecken. Dass du halt sagst, okay, komm, wir machen jetzt hier mit RTL macht halt eher Game-Shows, während ProSieben jetzt mal eher Filme macht und aber man sich nicht versucht, gegenseitig in irgendeiner Form das Wasser abzugraben, damit man in irgendeiner Form noch irgendwie, ja, konkurrenzfähig ist, weil du guck, wenn du dann mal guckst, alle versuchen sie irgendwie alles das Gleiche und irgendwie müssen sie alle irgendwie erreichen und versuchen das alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie runterzubrechen und dadurch entsteht Konsens und Konsens will keiner sehen. Da ist teilweise null Profil drin. Ja, stimmt. Ich finde das teilweise vollkommen krank, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen da passiert. Diese Morgenshows da, auf der Arbeit haben wir einen Fernseher und da sehe ich das manchmal. Das geht doch gar nicht. Was zeigen die da zur Hölle? Das hast du doch auf RTL und auf Sat.1 hast du auch Frühstücksfernsehen. Ja, aber warum im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so ein Müll?
Wie alt ist der durchschnittliche ARD und ZDF? Ja, 65 oder so. 62 und 64. Das ist so, echt? Ja, das ist so. Das hat der Böhmermann mal in einem Beitrag erwähnt. Oder irgendwelche Boulevard-Sendungen und so. Das hat da doch absolut nichts drin verloren. Ja, was heißt Boulevard? Menschen lieben Klatsch. Ob das jetzt im Internet ist, in irgendwelchen Zeitungen oder im Fernsehen. Menschen lieben Klatsch. Ich hasse es zwar, aber ich meine, hier in Deutschland geht das noch. Ich war jetzt letztens in 2 Wochen wieder in Florida gewesen und diese ganzen Klatsch- und Boulevardzeitungen liegen da immer an den Kassen in den Supermärkten aus. Also manchmal war ich wirklich kurz davor, einfach mal da so in dieses Regal reinzureiern. Weil was da steht teilweise, da denkst du auch, da müsste man diese Leute, die das verbreiten, die müsstest du doch windelweich prügeln. Wo du denkst, ey, euer Lebensinhalt besteht darin, Gerüchte oder irgendwelche Halbwahrheiten oder irgendeinen Scheiß über andere Menschen zu verbreiten. Mhm. Ich kann mich an der Großteil stimmt ja noch nicht mal. Ich kann mich erinnern, als ich 2011 in den USA war, stand an der Kasse und da habe ich dann so eine Klatschzeitschrift gesehen und da war ein Bild von Michael Douglas drauf, der ja zu dem Zeitpunkt, ich weiß es gar nicht mehr, war das Kehlkopfkrebs? Auf jeden Fall irgendein Hals-Nasen-Ohren-Tumor gewesen und hatte halt Chemotherapie gehabt und jeder, der vielleicht einen Angehörigen hat oder sich mit dem Thema auskennt, weiß, wenn du Chemotherapie über einen langen Zyklus kriegst, dann siehst du halt nicht so geil aus. Du siehst halt sehr mitgenommen aus und naja, hinzu kommt auch noch, du hast Krebs. So, und was stand da drunter? Unter diesem Bild, the end is near. Ouch. Ey, das ist Rufmord. Und Michael Douglas geht's immer noch gut, ist immer noch voll im Geschäft und ist jetzt, wie ich das jetzt mal hochrechne, seit 8 Jahren immer noch nicht tot. Ja, das ist Klatsch und das lieben anscheinend die Leute, weil sonst würde es sowas ja nicht geben. Auch wenn ich es persönlich tiefst verachtenswert finde. Ja, das hatte Dieter Bohlen ja auch rausgehauen letztens, ne, wo der Kübelberg über Bord gegangen ist. Da hat er doch am nächsten Tag ein Interview irgendwie gegeben, bei Instagram war das, glaube ich. Ja, genau, bei Instagram. Und da hat er ein Sweatshirt angehabt, wo drauf stand, Be once with the ocean. Ja, genau. Das ist halt auch schon sehr, 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 sehr grenzwertig. Und dann hat er über Kübelberg geredet, ne. Das kannst du eigentlich auch nicht machen. Aber er hat ja gesagt, irgendwie darauf angesprochen, nö, das wäre gar nicht so ausgewählt gewesen. Das hätte schon länger, das Ding und so. Gut, das stimmt auch. Der hatte das auch schon Wochen vorher mal irgendwie bei ja auch groß an, aber ist halt trotzdem krass, ne? So Sachen, da muss man schon drauf achten. Ja. Ja, klar ist das egal, natürlich. Mir ist es egal, ich find's halt lustig, ne? Aber na, die 0815-Leute eher nicht so, oder? Aber trotzdem wird er halt gefeiert, ne? Trotzdem. Der kann sich das trotzdem erlauben. Stell dir mal vor, der Wilder würde sowas machen. Ja, mit Motto. Sag mal, wie sind wir jetzt von Universum auf Daniel Kübelberg gekommen? Keine Ahnung. Trash-Talk und öffentliches Fernsehen, aber wir können ja bald zum Ende kommen. Haben wir noch irgendwas? Ja, passt schon. Eine News haben wir noch, aber das ist eigentlich auch keine News, außer dass Agit Kabayel gesagt hat, ich traue mir zu, schon in einem Jahr gegen Joshua zu boxen. Ja. Ja, da tun wir alle auch für 2 Millionen Dollar oder so. Ich traue mir durchaus zu, Bürgermeister von Düsseldorf zu werden. Ui, okay. Ja. Aber ich glaube, er kennt wenigstens Joshua schon. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er nicht Sparringspartner war. Also er wüsste ungefähr, was auf ihn zukommt. So. Auch wenn natürlich seine Chancen... Jede Menge Geld? Ja, genau. Ja, jede Menge Geld. Auf jeden Fall ein paar Millionen. Und keine Ahnung. Natürlich ist er ein richtiger Underdog, aber ich meine, er hat wenigstens schon mal mit ihm im Ring gestanden. So. Das hat auch nur Vorteile für den Jungen. Der kriegt wahrscheinlich eine Tracht Prügel, aber ist ja völlig wurscht. Vielleicht kriegt er auch keine, vielleicht sieht er auch gut aus, weil ein bisschen Beinarbeit hat er ja und Joshua ist ein bisschen platt für sich, wenn er da gut kurvt und kreist, vielleicht kommt er ja sogar über die Runden. So, dann kennt man ihn zumindest. Eine Niederlage gegen Joshua, ja und? Das nicht schlimm, ist auch. Völlig wurscht, genau, weil das gibt wenig Punktabzug, ne, für irgendwas. Und gerade wenn es halt noch gut aussieht, dann hat es eher Vorteile, wenn man dich danach kennt und du kriegst vielleicht noch andere Kämpfe und du kriegst Geld. So, also welchen Nachteil hat das? Also überhaupt nichts, klar. Jeder will doch. Oder er hat vielleicht Glück und Joshua wiegt am Kampftag 130 Kilo pure Muskelmasse und dem geht die Luft aus. Kannst du dich gar nicht mehr bewegen, ja. Und er kreist und kreist und kreist und gewinnt nach Punkten sogar noch. Wer weiß. Ja, naja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, so ein Kampf hat doch so für so einen etwas unbekannteren Mann aus der zweiten Reihe nur Vorteile. Bringt doch nichts Negatives mit sich. Und ein schönes, volles Portemonnaie. Alles gut.
Ja, finde ich jetzt auch nicht so unverständlich. Gibt es schlimmere Leute, die das sagen könnten in Deutschland? Ja, ich würde auch morgen mit denen in den Ring steigen, wenn das Geld stimmt und dann sicher bin. Das ist kein Problem. Danach kennt man mich, da habe ich auch ein paar Klicks mehr irgendwo bei Instagram und kriege ein paar Abonnenten, ist doch alles gut. Alles gut, fantastisch. Joshua, melde dich bei uns. Genau, let's go. Ja. Sonst? Sonst haben wir nicht mehr viel im Angebot heute, ne? Wollt ihr noch was besprechen oder seid ihr durch? Ja, News haben wir ja keine mehr, oder? Nee, ja, wir hatten vielleicht, keine mehr. Was wir vielleicht vergessen haben, ist ein Kämpfchen noch anzusprechen. Der wäre jetzt, glaube ich, ganz kurz nachgucken. Ich glaube, der ist jetzt diese Woche. Drachenlord gegen Hans Entertainment? Genau, der ist auf der Undercard. Okay. Und Main ist Rob Brandt gegen Baisan Gurov. Das ist ein Weltmeisterschaftskampf im Mittel. Gewicht, Rob Brandt kennt man vielleicht noch aus dem Kampf gegen Jürgen Bremer damals. Da hat er klar verloren, konnte sich aber jetzt in seinem letzten Kampf wieder zurückmelden. Da war Außenseiter, hat gewonnen und nun, verteidigt er seinen Titel. Stimmt, er ist regulärer WBA-Weltmeister. Genau, es verteidigt er seinen Titel gegen den ungeschlagenen Kasan Baisan Gurov, Ukrainer, ungeschlagen, 17 Kämpfe, 17 Siege. Ja, Wettquoten sind allerdings klar verteilt. Hier haben wir eine 7er-Quote auf Baisan Gurov, auf Rang 20 bei Boxrec. Finde ich schon ein bisschen krass, weil wenn man bedenkt, dass der Brand so schlecht gegen Bremer aussah, könnte man jetzt sagen, dass ein ungeschlagener Ukrainer, die ja eigentlich technisch gut geschult sind, ich kenne den Mann jetzt aber nicht, muss ich sagen, ich habe noch keinen Kampf von ihm gesehen. Gut, vertrauen wir mal dem Wettanbieter da, also Brand auf jeden Fall klarer Favorit. Mit 1,1, kann ich nicht viel zu sagen zu dem Kampf, vielleicht könnt ihr das, vielleicht kennt ihr die ja beide besser, also zumindest den Nö, tue ich Ukrainer. Nicht, aber lassen wir es vielleicht einfach so stehen, sonst verrennen wir wieder und sind dann wieder beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Genau, WBA-Weltmeisterschaftskampf, kann man mal reingucken, Samstag auf Sonntag, nachts um 4 soll er steigen, also Jungs, wenn ihr Bock habt, dann guckt ihn euch an. Genau. Wie gesagt, und außerdem hat Heiko Klein gefragt, ob Tommy mal wiederkommt, oder macht er nicht immer Witz vor 9 Wochen. Back ist er, hier ist er wieder. Genau, da ist er wieder. Gut. Und haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Das haben wir vergessen. Okay. Gab es denn Fragen? Ja, guck einmal in die Unterlagen rein. Da steht ja eine Frage vom Olli. Der Olli! Er fragte, glaubt ihr, dass der Medienhype um Christina Hammer gerechtfertigt ist? Deswegen hatte ich ja eben Samira ein bisschen gebremst und gesagt, kannst du ja gleich mal drauf eingehen. Ja, aber die Frage ist doch, welcher Medienhype? Ja, beziehungsweise in den Medien selber wird sie ja immer irgendwie so als die nächste Regina Halmich dargestellt. Ja, das Problem ist, dass in den Medien jeder als nächste Regina Halmich dargestellt wird, ne? Jede Frau irgendwie als Hoffnung, leider. Aber das ist doch schrecklich. Also, sorry. Ja, das ist auch schrecklich. Man will das ja auch nicht sein, so vielleicht. Nein, selbst wenn ich eine super Boxerin wäre, das wäre doch für mich eher ein Armutszeugnis, mich mit jemandem wie Regina Halmich zu vergleichen. Also schlimm nicht, aber man will halt man selbst sein, glaube ich, ne? Also, nein, aber auch wenn es so um Sportliche geht, weiß ich nicht. Wie lange ist die Weltmeisterin gewesen und der Verband war der Verband von ihr Manager oder irgendwie so? Das wird doch alles. Ja, okay, dafür waren halt ganz andere Zeiten, deswegen kann man es gar nicht vergleichen. Aber ich meine, Christina Hammer, sie wurde schon in Berlin da von Runfighting als nächster Superstar in den USA verkauft oder als quasi Superstar. Da frage ich mich ja, okay, wegen einem Kampf, glaube ich, in ihrer ganzen Karriere in Amerika gegen Jory Nelson, die jetzt auch kein großer Name ist, auf jeden Fall nicht. Man muss jetzt aber auch so sagen, wer ist denn da bitte im Frauenboxen ein großer Name? Gibt's, hallo, Katie Taylor, Clarissa Shields, also es gibt ja, Clarissa, ich rede von der Gewichtsklasse. Ach so, ja, okay, doch, Clarissa Shields. Ja, Clarissa Shields hast du da, ja. Ja, wobei Shields ja aber eigentlich eine Supermittelgewichtlerin ist und haben wir eine Mittelgewichtlerin. Und ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht reingeguckt bei Boxen. Nee, Mittelgewicht, die sollen ja zusammen. Ah, dann ist die runtergegangen, die war doch zuerst im Supermittel gewesen. Ja, genau, ist runtergegangen, ja. Ich kann mich noch erinnern, da war die noch bei SES gewesen, da wurde sie als die absolute Nummer 1 des Mittelgewichts angepriesen und dann habe ich mal bei Boxrec reingeguckt, das stimmte auch. Das kann man voll und ganz unterschreiben. Sie war die absolute Nummer 1 des Mittelgewichts. Natürlich. Da waren aber auch, ist, genau. Ja,
Aber da waren auch nur 17 andere Boxerinnen. Ja, okay. Das heißt, die war in dieser Gewichtsklasse. Das heißt, die war die Nummer 1 von 17. Aber sie kann ja nichts dafür, dass es wenig Konkurrenz gibt. Also das ist ja vielleicht gar nicht, ja. Das ist ja nicht ihre Schuld, ne? Dass es keine guten Gegnerinnen gibt. Aber gibt es ja jetzt für sie in Amerika. Aber die Frage ist halt, muss man sie als nächsten Superstar ankündigen? Ich glaube, in Amerika Nein. wird sie jetzt nicht auf der Straße erkannt. Die wird auch den Shields gnadenlos untergehen. Ja, und die ist ja auch bekannt. Aber Clarissa Shields boxt im Masonic Temple in Detroit. Richtig. Ja, das ist natürlich halt der Unterschied, ne? So, da ist eine ganz andere boxerische Klasse auch hinter. Wenn du da vor allem, Christina Hammer hat auch nicht die große Schlaghärte und die ist gegen, wie hieß die, Matisse? Ist die doch noch durch den Ringrichter auch noch geschützt worden, weil die Matisse irgendwie disqualifiziert worden ist, obwohl Hammer voll ausgenockt wurde. Ja, ja, den Kampf daran erinnert man sich. Boah, das war ja grauenhaft. Aber sagen wir mal so, für eine Frau so in Deutschland ist Hammer auf jeden Fall gutes Niveau. Also wurde übrigens schon als No-Contest gewertet, ne? Dieses gegen ja, der Kampf war sehr fragwürdig. Da wurde sie gerettet, kann man wirklich einfach so sagen. So. Übrigens, habt ihr gesehen damals, wie der Petkovic den CC Salif fertig gemacht hat? Das war auch unglaublich. Ja, nur so gut. Als Radbewegung. Also ich finde Hammer nicht schlecht so. Ich sehe sie auch gerne so im Ring. Ich finde, sie kann auch sie kann auch boxen so. Es gibt viel schlimmere Frauen so. Aber ich meine, wenn man jetzt zuletzt, man kann halt nicht gegen so eine Sigma Schwili aus Georgien von der Straße boxen, wenn man danach gegen Clarissa Shields boxt. Also da frage ich mich so, das ist zu niedrig angesetzt, egal was die für eine Verletzung, für eine Ja, und wenn man in den USA ein Superstar ist, dann boxt man doch nicht auf der Undercard irgendwelche Georgierinnen, die schon 7-mal K.O. gegangen sind. Nee, das... In Deutschland. Das ist doch... Ja, alles. Gut, sag mal so, sie wäre ja jetzt nicht das einzige Beispiel. Als der Klitschko den Pianeta weggeklatscht hat, hat er auch 2-mal irgendwelche Pfeifen geboxt und dann gegen Chagayev geboxt. Wie das ausgegangen ist, wissen wir noch alle. Mhm. Ja, aber in Deutschland, wenn man da irgendwie erzählt, die wäre in Amerika ein Star oder so, das ist doch so weit hergeholt. Das ist genauso wie Veronika Ferris ist in Amerika auch ein Superstar. Das ist Quatsch. Das ist doch auch genauso Bullshit. Das ist halt das Problem, dass die Medien... Ralf Möller hat halt mal bei Universal Soldier und Gladiator mitgespielt. Einer der größten Schauspieler in Deutschland und unserer Zeit. Okay. Ja, der hat ja den Titel Unser Star in Hollywood. Wo denkt, den kennt keiner in Hollywood. Außer vielleicht Stallone und Schwarzenegger. Ja, das ist, es tut den, sagen wir mal so, es tut den Boxerinnen auch nicht gut, wenn die halt so übergehypt werden von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben, wo sie halt noch gar nicht stehen. Christina Hammer ist eine sympathische Boxerin, sie kann boxen, so in Deutschland ist sie die beste Mittelgewicht, daran gibt es nichts zu sagen. Gegen Clarissa Shields wird sie höchstwahrscheinlich verlieren zu, weiß ich nicht, 90%. Die wird auf die Fresse und kriegen. Das ist halt so, aber Clarissa Shields ist halt auch eine Ausnahmeboxerin, sie ist wirklich krass. Das ist wirklich eine krasse Frau, die kann boxen, die hat richtig Power und sie ist einfach auch schon physisch total überlegen. Also das ist ein Mismatch halt, aber sie will halt Geld verdienen, kann man verstehen, wird in Amerika boxen, dann wird sie verlieren, kommt sie zurück, ist immer noch die Nummer 1 in Deutschland, das ist halt so. Aber man muss sie halt richtig einordnen, man muss sie nicht überhypen, gerade gegen so eine komischen Gegnerin, die sie halt zuletzt jetzt leider geboxt hat. Ja, das stimmt. Jo. Macho Man und René Weller, die hätten ja eigentlich auch einen Oscar verdient gehabt. Gibt es einen dritten Teil? Das muss kommen. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, schaut euch Macho Man mit René Weller an, ein Traum. Habe ich wirklich noch nicht gesehen. Ich empfehle Bier dazu. Ey yo, lief der nicht sogar mal bei Schläferz? Das weiß ich nicht. Das ist eine... Das Zeug hat er auf jeden Fall. Das war einer der besten Filme, die es wahrscheinlich so je gegeben hat. Ne? Ja. Überhaupt einer der besten deutschen Filme, muss man auch dazu sagen. Also, das Boot kannst du in einem Zug damit nennen. Ein Traum. Mit Peter Althoff wirklich sehr gut. Hat eigentlich mal jemand von euch die Kickboxer-Filme gesehen? Da spielt ja Mike Tyson sogar jetzt eine Nebenrolle. Mit Jean-Claude Van Damme. Nee, aber sollte man tun. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür bereit bin.
Ach doch, denke ich schon. Ja, ich stimmt. Ich habe schon so manchen schlimmen Film gesehen. Also, ich glaube, das will ich dann doch mal irgendwann bei einer guten Flasche Bier dann doch mal machen. Schöne Flasche Oettinger oder Paderborner und dann läuft das. Ja, ich wollte gerade sagen, Oettinger oder Paderborner. Mir fällt auch gerade echt nichts Besseres ein, außer noch die Hausmarke vom Netto. Ja, die ist auch richtig weit vorne, ne, in diesen Kunststoffflaschen. Und natürlich Lidl und Aldi und so, die haben alle Top-Biere in diesen Kunststoffflaschen. Schmeckt sehr gut. Gut, ja. Wobei, ich habe mal von Lidl einen Radler getrunken aus einer Dose. Das war war gar nicht mal so schlecht. Aber da war es schon, Qualität ist schon was anderes, ne? In der Preisleistung war es nicht schlecht. Sagen wir mal so, aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Ja, da kann man sich besser so eine Flasche Braun mitnehmen, die immer in der Kasse liegt, ne? Wie die Goldbrunnen oder keine Ahnung, wie sowas heißt. Das hat halt alles eine Rechtfertigung irgendwie, aber am Ende des Tages passt es. Naja. Ja. Naja. Müssen wir sonst noch irgendeinen Mist erzählen? Irgendein Bier anpreisen? Nee. Gut. Ich habe ein Faxe zu Weihnachten geschenkt gekriegt, so, oder um Weihnachten. Ja, auch, ich auch. Richtig übel. Ist das Bier, oder was? Ja, und ein Elefant. Oh, die 2-Liter-Dose. Oh. 1 Liter. Ein Liter. Und eine Dose Elefantbier, das ist auch richtig, richtig übel. Also. Mein Kumpel hat mir auf Ex ausgesoffen, die Fax. Buschstöcke hintereinander, der war so prall, ne? Also, das ist immer ein Podcast. Ja, das war aufgenommen. Was ist denn Elefantbier? Ist das aus Thailand? Nee, oder? Aber vielleicht interessiert unsere Hörer ja auch, wie man schnell breit wird. Ne? Das ist ja. Stimmt. Wodka und Kirschsaft. Danach geht nichts mehr. Beziehungsweise, wonach auch nichts geht, das habe ich an Silvester getrunken. Ich habe kaum noch Erinnerungen an den Abend. Habt ihr mal schon mal von euch Osborn Cola getrunken? Natürlich. Boah. Nee. Was? Ospola? Das ist übel. Ospolen. Wie Ozzy Osbourne. Mach das mal. Ach, Ozzy Osbourne. Wie Ozzy Osbourne. Aber es heißt halt Osbourne mit Cola. Okay. Ich trinke immer das hier, diese Star-Dings-Cola. Wie heißt die noch? Vom Aldi. Die ist auch super. River-Cola. Die ist auch richtig gut. Schöne Flasche River-Cola auf den Fliesentisch gestellt. Stopftabak dazu, dann läuft das. Fliesentisch aber. Ja, auf den Fliesentisch, natürlich. Aber jetzt wissen auch die Hörer, wie wir leben. Ist die Raufasertapete weiß oder gelb? Gelb. Sowohl als auch. Genau, sowohl als auch. Man weiß es nicht. Nee, ich habe so eine bunte Tapete mit so einem Muster. Das kommt noch besser. Oder mit so Delfinen drauf oder so. Clever, eine alte Tapete wie im Kinderzimmer mit Rennwagen drauf. Oh, das ist auch richtig edel. Sonst kommen die gelben Wände in Münster wieder zum Vorschein. Richtig, ja. Richtig. Ohne Scheiße, ich habe immer mal überlegt, ob ich mir mal so einen Fliesentisch besorgen soll. Ja, richtig nur mal geil, ein ne? Statement, weil ich es kann. Man kann auch. Das Problem beim Fliesentisch ist, dass ich einen Job habe. Ja, das kann jeder sich den holen. Dann ist der Ruf auch her. Aber ja. Ich habe einen 15-Teiler hier. Sehr, sehr selten. Ja, okay. Ein wirklich schönes Stück. Kann ich bestätigen. Ja, das schneidet man aber schon raus jetzt am Schluss, ne? Nein. Wenn man die Tabakflügel wegkratzt, sieht man das nicht. Ich habe Podcast nicht mehr mitgemacht. Komm zu spät und red nur über Fließtische oder was? Ja klar, das gefällt mir. Ganz dick. Exposed your voice. Nice. Da beenden wir das jetzt für diese Woche. Und sagen, ja, bis in 2 Wochen wieder. Dann wahrscheinlich am 25. werden wir den nächsten aufnehmen. Wenn ihr sonst noch Fragen habt. Oben in Trashcast oder so. Genau. Ja. Wir verpassen uns an. Genau, und dann startet halt nicht der Podcast nicht mit einer Swing-Nummer, sondern irgendwie so einem Jingle von einem Möbelhaus. Na, richtig. Möbelzentrum von Name. Dann bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Und tschüss. Tschüss.